Cookies, Comic-Cookies, lecker. Im Jahr 2016 fand der 17. Comic-Salon in Erlangen statt. Dies ist Tag 3. So, live aus dem Kitzmanns. Wir haben uns jetzt nochmal für einen kleinen Snack eingefunden. Sepp wollte eigentlich eine Kleinigkeit essen und da hatte sich das Braumeisterschnitzel nochmal sicherheitshalber auf den Teller gelegt. Und ich wollte ihn da auch seelisch und moralisch unterstützen und habe ihm das gleich getan. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, wo wir auf das Essen warten, einfach mal darauf, dass der Sepp nochmal ein bisschen berichtet, was er denn Schönes gemacht hat, noch, was er sich noch gekauft hat. Und wie es ihm generell dieses Jahr so gefallen hat. Ja, also heute Morgen, eigentlich hatte ich ja gar nicht mehr vor, heute noch großartig was zu kaufen. Ich bin schon ein paar Mal am Rotopol-Stand vorbeigegangen, weil da gibt es einen Comic namens Pimo und Rex, der mir einfach optisch sehr gut gefallen hat. Ich konnte mich aber 2 Tage lang nicht dazu durchringen, den käuflich zu erwerben. Das habe ich dann aber heute doch getan und wurde auch direkt darauf hingewiesen, dass der Zeichner und Autor auch signiert. Auch das habe ich in Anspruch genommen, habe mich sehr gefreut, ein überaus netter Mensch, Thomas Wellmann, ich hoffe, das stimmt. Ich werde auch berichten, wie mir der Comic gefallen hat, wenn ich ihn gelesen habe. Ansonsten habe ich einen wunderschönen Omnibus von Howard the Duck gefunden, mit den alten Steve Gerber-Ausgaben und allem, was danach kam. Da konnte ich dann auch nicht widerstehen, habe den eingepackt und was mich auch sehr gefreut hat, Challenges of the Unknown, von Jeff Loeb und Tim Sale. Ich habe eigentlich alles von diesem Team außer dieser Miniserie und konnte dann hier praktisch die Sammlung der beiden Künstler vervollständigen. Ansonsten habe ich heute an der Taniguchi Podiumsdiskussion teilgenommen, die, soweit ich das mitbekommen habe, auch aufgezeichnet worden ist. Die kriegt ihr wahrscheinlich in den Specials dann auch mal zu hören. Es war nicht uninteressant, da mal zu hören, wie genau gearbeitet wird. Es waren jetzt nicht so viele Überraschungen für mich persönlich dabei, weil ich mich bei dem Thema immer intensiver damit beschäftigt habe. Aber wie viele Assistenten da mitarbeiten, wie hoch der Output ist, wie die Recherchearbeit aussieht, wie so allgemein die Umstände oder die Einstellung vom Autoren und Zeichner ist, war wirklich sehr interessant zu erfahren. Was mich außerordentlich gefreut hat, war die Ankündigung des venezianischen Reisetagebuchs für den deutschen Markt. Das ist zwar jetzt noch nicht da, wird aber dann wohl im Laufe des Jahres auf Deutsch erscheinen. Das ist auch Teil der Ausstellung und es sind wunderschöne Aquarelle. Und ich freue mich unwahrscheinlich, dass das jetzt demnächst dann auch käuflich zu erwerben ist. Ansonsten war heute bisher der Tag noch nicht so ereignisreich. Keine Unfälle oder sonstige Sachen passiert. Aber der Tag ist noch nicht vorbei und ich bin gespannt, wo es noch hinführt. Bist du zufrieden mit der neuen Auflage des Salons dieses Jahr? Ist alles so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hast du irgendwas vielleicht nicht geschafft, wo du dir vielleicht noch einen Sketch holen wolltest oder was auch immer? Ja, ich war ja überaus unbedarft unterwegs, hatte eigentlich keine Kaufliste und auch keine Künstlerliste zum Abarbeiten, was einem einen großen Luxus gewährt auf dem Comic-Salon, weil man die Zeit ganz anders nutzen kann. Das kommt natürlich auch immer mal zu Phasen, wo man dann nicht so genau weiß, was man mit sich anfangen soll. Das hält aber meistens nicht besonders lange vor, weil dann trifft man schon wieder jemanden, den man kennt, weil es ist ja immer so ein Meet and Greet hier in Erlangen. Ansonsten habe ich von den Neupublikationen nicht viel gesehen, was ich unbedingt in Erlangen kaufen muss. Ich habe tatsächlich sogar am ersten Tag noch daran gezweifelt, ob ich überhaupt irgendwas mit nach Hause nehme. Das hat sich aber dann wie üblich relativ schnell wieder erledigt, wenn man dann erstmal genauer guckt. Und ich werfe hier gerne nochmal den Namen Pictopia in die Runde und so bestimmte Läden entdeckt, wo es einfach eine unwahrscheinlich gute Auswahl an nicht so mainstreamigen Comics gibt. Dann kann man sich da echt austoben. Wie gesagt, habe ich mir was bei Rotopol geholt, das heißt auch oben in der Studentenecke war ich schon mal unterwegs gewesen. Meistens ist da nicht so viel, was mich besonders anspricht, weil das doch alles recht künstlerisch, will ich mal sagen, oder avantgardistisch angehaucht ist, was einfach nicht so mein Ding ist. Also da gibt's auch mal Sachen, die mir gefallen, aber eher selten. Die Ausstellungen waren sehr, sehr schön. Sowohl die Taniguchi-Ausstellung als auch die Rising India-Ausstellung. Oder auch die türkischen Künstler, die ausgestellt worden sind.
Dazu natürlich der Eierausstellung oben drüber. Kannst du dich noch an den Namen der Zeichnerin und Autorin erinnern? Der entfällt mir immer wieder. Nein, den werden wir dann in textlich nachliefern. Also den findet ihr dann irgendwo hier als in Schriftform wieder. Sehr interessante Ausstellung, ist auch einfach ein toller Comic, den mir der Breedstorm schon vor Jahren in die Hand gedrückt hat, bevor überhaupt irgendjemand davon gewusst hat, dass der mal auf Deutsch kommt und der jetzt auch seinen verdienten Erfolg in Deutschland hat. Ein bisschen enttäuscht bin ich davon, dass ich es bisher noch nicht geschafft habe, jemanden dazu zu bringen, Love and Rockets zu kaufen. Ich muss ehrlich sagen, mir blutet das Herz. Dennoch werde ich dafür sorgen, dass mindestens eine Person, die mir bekannt ist, nicht ohne so einen Comic nach Hause geht, auch wenn sie ihn eigentlich nicht haben will. Ich mache dann aber meinen üblichen Deal, also ich bezahle das Ding, gebe es ihm mit und wenn er es nicht behalten will, nehme ich es auch gern wieder zurück. Aber manche Leute muss man zu ihrem Glück halt zwingen, ne? Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Ja, ich muss dich enttäuschen, die Taniguchi-Geschichte habe ich nicht mitgeschnitten, weil da schon relativ früh klar war, dass da viel mit den Bildern auch gearbeitet wird. Und das kommt natürlich, Splash Pages war bei dieser Geschichte wieder anwesend, das könnt ihr euch dann bei Splash Pages angucken. Also das macht keinen Sinn, die haben sehr viel anhand der Bilder auch erklärt, unterschiedliche Stile oder auch die Art, wie er mit Assistenten arbeitet und wer die Hintergründe und so weiter macht, und das macht einfach das Sinn, wenn du das optisch irgendwie darstellst. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, weil ein Podcast ist ja vor allen Dingen ein visuelles Medium, das heißt, wenn man da keine Bilder hat, dann macht es ja irgendwie keinen Sinn. Hat das Bier jetzt schon wirklich so angeschlagen, dass das Kirchweih hast du dir gegönnt? Spannende Nachricht noch von der Preisverleihung gestern Abend. Der Steffen wird das hoffentlich in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen zusammenschneiden, weil ich da auch relativ viel von den Laudatio- und Dankesgeschichten bei der Preisverleihung mitgeschnitten habe. Aber was die bekannt gegeben haben, dass beim nächsten Salon in 2 Jahren wird die Heinrich-Lades-Halle renoviert werden. Und die Lösung wird sein, dass der Salon sich über die ganze Stadt verteilen soll. Was ich relativ schwierig finde, weil wir haben das bei München gesehen, wie das ist, wenn die verschiedenen Leute nicht zusammen sind. Gerade die kleineren Verlage, die leben letztendlich stark davon, dass sie auch, dass da auch vielleicht jemand mal was mitnimmt, der nicht unbedingt das schon auf der Liste hatte, sondern dass man einfach sagt, ich gehe mal komplett durch und dann finde ich bei Panini das, was ich mir vorgenommen habe, und vielleicht finde ich an einer anderen Stelle noch was. So, wir haben leicht unterbrochen, weil das Braumeisterschnitzel braucht ein bisschen Raum. Wie gesagt, wir sind ein bisschen in skeptischer Erwartungshaltung, wie das gelost werden wird, wenn die Halle renoviert wird. Ich meine, okay, man sieht, es ist halt so ein 70er Jahre. Vielen Dank. Sehr gut, danke. So ein 70er-Jahre-Bau. aber gerade in Erlangen sieht man, wie das wunderbar funktioniert, dass wirklich alle an einem Standort sind. Klar, es gibt draußen viele Ausstellungen, die du dir noch angucken kannst. Also es gibt jede Menge Satelliten, die da draußen, aber die ganzen Verlage, von dem Kleinsten, der das in seinem Keller selber mit Kopiere herstellt, bis zu den ganz dicken Carlsen, Harper, Splitter und so weiter, sind alle wirklich an Bord, und ich denke, die meisten gehen auch überall mal durch, was heißt, dass auch gerade Kleinverlage eine Chance haben, gutes Produkt zu zeigen. Was du halt zum Beispiel, wie es beim vorletzten Mal München war, wo das noch getrennt war, München hat es ja mittlerweile sehr gut gelöst mit der Halle, dass es jetzt da auch komplett alles in einer Halle ist. Aber beim vorletzten Mal München hat man das schon gesehen, dass sich da von den Mainstream-Käufern doch wenige verirrt haben, bei denen die was machen. Und auch bezüglich des Preises gestern Abend muss ich sagen, ist halt auffällig, dass viele also nicht da waren von den Preisträgern halt. Es gab unterschiedlichste Gründe. Gut, der eine, der in Verbindung mit Charlie Hebdo stand, bei dem ist es ganz klar, der hat Personenschutz, und da kannst ja, also wenn ich eine Horde von Fundamentalisten irgendwie um die Ecke bringen will, da ist natürlich einfach mal schwierig, aus Frankreich nach Erlangen zu kommen und da dich frei zu bewegen. Ja, also das oder die eine Dame, die den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat, da ist es alters- und krankheitsbedingt, dass die auch nicht mehr kommen kann. Aber bei anderen war es halt wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, da draußen, da gibt's 150 Stände, und an den meisten von denen sitzen Künstler und es sind 500 Künstler anwesend. Und es muss doch auch ein ehrungswürdiger dabei sein, der wirklich anwesend ist. Ne? Das
Ich auch zur Taniguchi-Ausstellung muss ich auch sagen und dem Vortrag heute, ich finde den super, ja, gar keine Frage. Aber auch da ist es relativ klar, dass er nicht kommt. Also geil ist es halt wirklich, wenn du jemanden hast. Andreas hatten wir zum Beispiel da und der hat sich, glaube ich, auch im Künstlergespräch geäußert. Aber das wäre mir ein Anliegen, dass man bei aller Wertschätzung, die natürlich zum Beispiel ein Taniguchi verdient, weil er halt wirklich auch geilen Scheiß macht, dass man doch ein bisschen mehr fokussieren könnte auf Leute, die tatsächlich auch anwesend sind. Ich meine, krank und so, das kann immer mal passieren. Aber das würde gerade jetzt auch der deutschen Szene mal ein bisschen helfen. Zu dem Thema wurde ja auch einiges vor kurzer Zeit im Panini-Forum mal gesagt. Und da war eine sehr bedauerliche Aussage, dass viele ausländische Künstler mit der Stadt Erlangen einfach nichts anfangen können. Wenn man denen jetzt sagt, Hamburg, München, Berlin oder von meinetwegen auch Stuttgart, dann sagt ihnen das schon eher was. Und leider scheint es so zu sein, dass es halt international noch nicht so angekommen ist, dass der internationale Comic-Salon in Deutschland eine Sonderstellung einfach hat, ja. Ich habe keinen Lösungsvorschlag, ich bin da ja auch nicht in die Organisation involviert, aber ich kann es absolut verstehen, dass die Besucher es schade finden, wenn es tolle Künstler gibt, die auch verdientermaßen prämiert werden, die man aber in Deutschland nie sieht. Das ist natürlich sehr bedauerlich, liegt aber nicht an den Veranstaltern jetzt unbedingt in Erlangen. Es ist auch immer, das sind alles Menschen mit eigenen Meinungen. Manche sagen auch, die haben einfach keinen Bock zu reisen. Das gibt's auch, ja. Oder ich komme nicht nach Deutschland. Oder ich meine, wenn es jetzt nächstes Jahr Sonderthema Stan Lee geben würde, wird's auch nichts helfen, weil der angekündigt hat, überhaupt gar nicht mehr zu reisen. Jetzt solche schönen Ausstellungen wie die Taniguchi-Ausstellung nicht zu machen, nur deswegen, weil man eh weiß, dass er nicht kommt, fände ich auch keine gute Lösung. Aber ja, einen höheren Prozentsatz an anwesenden Künstlern, das wäre natürlich schon wünschenswert. Entschuldigung, an anwesenden Künstlern, die auch in Ausstellungen geehrt werden oder Preise gewinnen oder zumindest mal für hochrangige Preise nominiert sind. Weil es sind ja schon genug Zeichner und Autoren und sonstige Leute anwesend, so ist es ja nicht, ja. Aber sagen wir, die internationale Crème de la Crème trifft man dann halt nicht unbedingt in Maßen, wie es zum Beispiel in einem zugegebenermaßen im Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen unfair hingestellten Angoulême ist, ja. Da ist natürlich eine ganz andere Wertschätzung. Wie kann man das in Erlangen erreichen? Was kann man dafür tun? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das ist jetzt kein Problem, das bis zum nächsten Mal gelöst wird. Durch die besonderen Umstände beim nächsten Mal mit der Aufsplittung wird es eh schwierig für jeden, der da ist. Man beobachtet es jedes Jahr wieder. Die Leute stehen zum Beispiel bei eHarper oder bei Carlsen mit unheimlich viel Gepäck in der Schlange. Und wenn sie dann fertig sind, ja, die 5 bis 10 Meter bis zu einem Independent-Stand kriegen sie noch hin, aber wenn die dann gesagt bekommen, du musst jetzt noch 500 Meter durch die Stadt laufen, dann sagen die, nö, ja, brauche ich jetzt nicht. Das kann wirklich, genau wie es in München die Situation gewesen ist, für die Kleinverlage sehr schwierig werden. Aber es ist nun mal alternativlos, die Halle wird renoviert, da ist auch nichts dran zu drehen und ich wäre auch nicht dafür, es aus der Stadt raus zu verlagern, weil es gibt genug Messen, die sind in irgendeiner Messehalle außerhalb der Stadt und wenn man da rausgeht, steht man auf dem Parkplatz und das ist halt auch nicht toll. Das ist in Erlangen halt schon wesentlich schöner, was auch der Grund ist, warum ich hier immer wieder so gerne herfahre, weil sich halt Stadt und Comic-Salon so schön ergänzen. Mit anderen Worten, natürlich kein Kritik geübt werden, aber trotzdem ist es für mich immer noch der Termin. Der Termin, wenn es um Comics geht, auch wenn es um internationale Comics geht, wenn es um Künstler geht. Mag sein, dass vielleicht woanders dann für 2 Tage mehr berühmte Leute in irgendeiner Halle sitzen, aber das ist nicht so schön wie hier. Ja? Und das Auge isst mit. Und gerade in Erlangen macht das schon einiges aus. Ja, definitiv. Also, ich glaube, das wäre auch für die ganze, wäre das irgendwo draußen auf einer Wiese oder sowas, was würden denn die ganze Hotelindustrie hier betreiben oder sowas? Also es lebt ja wirklich schon davon, dass du wirklich in der Nähe bist, aus dem Hotel rausfällst und dann vor dem Salon stehst. Und das mit diversen Hotels, also ich habe ja jetzt schon mittlerweile 3 durch.
Das ist schon eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Aber warten wir erstmal ab. Ich denke, die Planer werden das auch auf der Pfanne haben und werden sich sicherlich darum kümmern, dass das alles auch hier so ruhig wie möglich und so ähnlich, wie wir den aktuellen Salon haben, abläuft. So, der Sepp hat noch eine kleine Botschaft zu verkünden. Der Sepp hat nämlich einen Plan, den er gern umsetzen möchte. Und da sucht er noch Komplizen. Ja, jetzt nach insgesamt inzwischen 8 Jahren seit unserer ersten Veröffentlichung Erlangen mit Insubberry Trust, habe ich mir dann doch mal wieder gedacht, ich müsste mal wieder irgendwas Kreatives tun. Ich habe auch endlich mal eine zündende Idee gehabt und habe jetzt auch schon die Gelegenheit hier auf dem Comic-Salon genutzt, um mit diversen Künstlern über das Thema mal zu reden. Das Feedback war sehr positiv gewesen, nicht nur von Künstlern her, sondern auch von der Seite vom potenziellen Publikum her. Die Grundidee ist in ganz groben Zügen mal angeteasert, eine Verbindung aus einer Science-Fiction-Welt, wie man sie aus Dune, der Wüstenplanet, kennt, mit Elementen aus 1001 Nacht. In einem relativ epischen Umfang, der nicht nur die Möglichkeit hat, eine große Geschichte zu erzählen, sondern auch viele kleinere Geschichten im Rahmen dieser Welt. Der Anspruch, den ich dabei an mich selber habe, ist halt wirklich ein ordentliches Worldbuilding hinzubekommen, das auch auszubauen, damit die Faszination für die interessierten Künstler da ist, sich hier visuell ausdrücken zu können. Es ist noch keine bestimmte Form festgelegt, es ist alles noch relativ frei und das ist jetzt natürlich schon ein Schuss ins Blaue, aber wenn unter den Podcast-Zuhörern Leute sind, die einfach mal generell Interesse hätten, sich künstlerisch auszudrücken und in dieser Kurzbeschreibung des Themas sich irgendwie wiederentdecken, dann würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn die mit den Leuten vom Podcast Kontakt aufnehmen und dann kann man da gerne mal drüber reden. Wo sich das alles hin entwickeln wird, weiß man nicht, aber naja, irgendwo muss man ja anfangen. Ja, also ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen was davon gehört, aber ich sag, du müsstest grundsätzlich noch ein bisschen konkreter werden. Soll das, weil gerade jetzt beim Zeichenstil entscheidet sich ja sehr, sehr deutlich, wie das für eine Serie werden soll. Soll das in Richtung Funny-Stil gehen? Soll das, oder wäre es auch okay, wenn ein Manga-Zeichner oder eine Manga-Zeichnerin zu dir kommt? Oder hättest du gern einen klassischen Abenteuer-Comic-Zeichner, der dir ein 40er-Jahre-Abenteuer-Comic macht? Wie soll's, in welche Richtung soll es optisch gehen? Weil das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung. Also optisch soll schon in eine Richtung gehen, die irgendwo zwischen Realismus und Funny liegt. Das heißt, alles schon ein bisschen runder, nicht so hart, nicht so abgehackt. Der große Vorteil des Konzeptes ist, dass man natürlich auch mal Ausbrüche haben kann in andere Stilrichtungen. Darüber muss man dann aber ganz genau reden, weil das natürlich dann abgeht von dem, was der eigentliche Hauptplot ist. Trotzdem will ich mir auch selber solche Möglichkeiten offen halten, da mein Interesse in Sachen Comics halt sehr, sehr breit gefächert ist. Es geht in alle möglichen Richtungen, nicht nur franco-belgisch, amerikanisch, japanisch, sondern auch alles, was noch dazwischen liegt. Und ja, da liegt noch einiges dazwischen. Zudem gibt's überall Mainstream-Sachen und Independent-Sachen und sehr aufregende Sachen, die vielleicht nur wenige Leute je zu Gesicht bekommen. Was halt toll wäre, wenn es Leute gibt, die unter den Zuhörern, die zum Beispiel eine Affinität zur Gestaltung von Maschinen, Raumschiffen oder ähnlichen haben, oder einen Hang zur Architektur oder zur Landschaftsgestaltung oder Spaß daran haben, fremde Lebensformen zu designen, die es überhaupt noch gar nicht gibt. Das wären auch Sachen, mit denen man einen super Beitrag zum Gesamtprojekt leisten kann. Ich muss auch ganz klar dazu sagen, dass es alles ohne die Aussicht auf direkte finanzielle Entschädigung. Das ist alles ideologisch geprägt. Das heißt, es gibt hier erstmal die Möglichkeit zum kreativen Ausdruck, aber nicht sich darüber zu finanzieren. Mit meinen eigenen Projekten habe ich die leidvolle Erfahrung gemacht, dass der Eigenverlag von Comics sehr, sehr teuer ist und sehr, sehr ins Geld gehen kann. Deswegen versuchen wir es diesmal mal auf einem anderen Weg, nämlich indem wir ein Produkt präsentieren, das qualitativ einfach überzeugt. Und das Konzept haut die Leute schon um, und wenn man das dann noch visuell so unterstützen kann, dass es auch noch extrem gut aussieht, dann hat man da wirklich was Tolles in der Hand. Ja, du hast natürlich recht, das ist alles ein bisschen vage, aber man kann natürlich nicht sein tolles Konzept einfach mal so online rausposaunen.
Und ich habe ja auch mit Leuten schon in Erlangen gesprochen, wo die Chance auf eine Zusammenarbeit auch relativ hoch ist. Aber ich will halt auch nicht die Chance verpassen, zu sehen, was Leute können. Weil nicht jeder kann sich leisten, nach Erlangen zu kommen. Nicht jeder hat vielleicht genug Mut, um irgendwas öffentlich mal darzustellen. Aber vielleicht ist dann so ein kleiner Rahmen, wenn man sagt, naja, das kriegen ja nicht so viele Leute mit, dann eher mal der Mut da zu sagen, hier, guck mal, vielleicht würde das ja passen. Ja. Also, und ich denke mal, die Leute, die sich Comic-Podcast anhören, da sind halt auch immer mal wieder Leute dabei, die gerne selber was machen möchten und nicht einfach nur was lesen möchten. Ja, das ist, ich meine, du hast Leute angesprochen, die du halt kennst oder die du vom Stil her so kennst, dass du sie zuordnen kannst, aber es kann ja auch jemand vollkommen Unbekanntes sein, der genau dazu passt, also dass du deinen, ja, dass du deinen Buckingham zum Gaming findest oder so, ja, wo du genau das richtige Paket findest. Ja, das kann man vorher nie wissen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel den Supper We Trust anguckt und wer von unseren Hörern das vielleicht mal in der Hand gehabt hat, was ich damals mit dem Boris zusammen rausgebracht habe oder auch das Wahre Helden, der Stil, in dem das gezeichnet ist, das war im Vorfeld was wir überhaupt nicht in Betracht gezogen haben. Dann hatte Boris die Charakterdesigns abgeliefert und sofort waren alle Zweifel wie weggewischt und wir haben eine komplette Kursänderung eingelegt, weil wenn ein Konzept visuell so überzeugend ist, dann sagt man nicht, nee, mach's doch lieber anders. Also ich bin auch bereit dazu, mich auf Leute einzulassen. Wenn das überzeugt in dem, was es ist, dann muss es nicht unbedingt was sein, was ich unbedingt irgendwie haben will. Ja, also wie drücke ich das am besten aus? Hauptsache es gefällt. Schön ist, was gefällt. Ja, und gefallen kann auch was man noch nicht kennt und gefallen kann auch was man nicht erwartet hat. Und gerade in der Richtung was mitzubekommen oder was zu sehen, womit man nicht gerechnet hat, kann auch sehr erfrischend sein und kann auch neue Ideen geben. Und wenn sich über die Jahre hinweg mehr und mehr von dem Projekt vielleicht auch in der Öffentlichkeit zeigt, lade ich auch jeden gerne ein, der jetzt sagt, naja, das hört sich ja alles irgendwie ein bisschen komisch an, einfach mal abzuwarten und wenn man dann irgendwann online was sieht und denkt, ja Mensch, doch, da würde ich vielleicht doch gerne mitmachen, dann immer gerne jederzeit auf mich zukommen, weil es ist ein sehr großes Projekt, es kann wahrscheinlich ein Künstler allein in der Gesamtheit sowieso nicht stemmen. Und wenn man sich Projekte wie zum Beispiel Mouseguard anguckt, wo auch Anthologien rausgekommen sind, die sich dann um Geschichten, Erzählwettbewerbe drehen, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man dann auch mal ganz andere Stile mit einbringen kann in eine Welt, die sich vielleicht visuell anders etabliert hat. Ja, aber das muss ja kein Ausschlusskriterium sein. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich in der Beziehung tut. Ich habe, als du es mir erzählt hast, in welche Richtung es geht, hatte ich sofort schon Bilder davon vor Augen. Das ist, denke ich, auch mal ein gutes Zeichen, wenn jemand, der das nicht sofort normalerweise so visualisieren kann, schon sich das direkt bildlich sehr, sehr gut vorstellen kann. Und was mir halt auch wirklich aufgefallen ist, ist nicht nur so eine Grundidee da, so wir mischen meinetwegen dieses mit jenem. Also, was weiß ich, wir mischen Western mit Piraten, ja, so der Cowboy-Pirat aus Los Angeles reitet durch die Karibik oder so, sondern es ist ein fertiges Ding, wo viele Schnittstellen schon komplett fertig sind und die auch in sich Sinn machen. Also es ist nicht nur einfach, ich habe eine Grundidee und wie sich das dann entwickelt, sehe ich dann in 2 Jahren, sondern es ist schon sehr, sehr weit in der Entwicklung und das hat mir daran sehr gut gefallen und ich hoffe, du findest jemanden, der den optischen Teil auch dazu liefern kann. Ja, vielen Dank für die unterstützenden Worte, das wünsche ich mir natürlich auch gerne. Wer das hier gehört hat und den Gedanken hat, dass es vielleicht nicht gänzlich uninteressant ist, aber irgendwie zu wenig Input in diesem kurzen Bericht rüberkommt, der kann sich auch gerne einfach mal an mich wenden. Ja, ich werd zwar nicht an jeden das komplette Exposé senden, allein schon aus der Angst heraus, dass es vielleicht doch von jemand aufgegriffen wird, aber ich bin gern bereit, mich da auch ausführlicher drüber zu unterhalten, wenn das nicht ganz so öffentlich stattfindet wie jetzt gerade hier. So, und da du weder bei Twitter noch bei Facebook noch eigentlich irgendwo bist, wie kann man dich erreichen, außer jetzt ein Panini-Forum, das ist vielleicht ein bisschen zu speziell, dass sich da jemand registrieren muss, können die dich über einen Podcast hier anschreiben oder über unseren Twitter-Account? Also natürlich besteht immer die Möglichkeit, die Leute im Podcast zu kontaktieren, weil die halt auch natürlich in Kontakt mit mir stehen.
Darüber könnt ihr auch eine E-Mail-Adresse von mir bekommen, die ich jetzt hier aber nicht laut sagen will, weil das leider halt eine Firmenadresse ist. Ansonsten, die Sache mit dem Panini-Forum ist gar nicht so dumm. Also wer da eine PM schickt, der kriegt von mir auch eine Antwort. So viel steht mal fest. Und man kommt halt irgendwie zusammen. Ich bin halt in der Beziehung echt der Low-Tech-Steinzeit-Sepp, ja, der die ganzen wunderbaren Kommunikationsmittel der Gegenwart noch nicht nutzt. Aber naja, Mittel und Wege lassen sich schon finden. Wenn man wirklich will, dann kommt man auch irgendwie zusammen. Okay, viel Glück für das Projekt. So, ich stehe hier jetzt wunderbarerweise mit echten Gewinnern, nämlich den Gewinnern des Preises des Salons fürs beste studentische Werk. Und das Werk nennt sich Wunderfitz. Und gemacht haben das diverse Studenten von der Münster School of Design. Und ich schlage vor, ihr stellt euch vielleicht mal vor. Genau, mein Name ist Valentin Kreil. Ich hatte sozusagen die Rolle des Chefsredakteurs inne. Genau, ich liebe einfach Comics. Wir haben uns versammelt und haben dann dieses Magazin rausgebracht. Und relativ spontan wurden wir dann nominiert, ohne das zu wissen. Und haben uns dann plötzlich auf der Bühne vom Max-und-Moritz-Preis wiedergefunden. Das ist eigentlich jetzt schon ein bisschen viel Vorstellung. Aber ich gebe einfach mal weiter noch an den Nächsten, der hier anwesend. Hallo, Markus Köninger. Ich nenne mich als Comiczeichner herzlich ohne H am Ende. Ich bin hauptsächlich verantwortlich für unseren Social-Media-Bereich, habe aber natürlich auch einen Comic gemacht, werde als Abschlussarbeiter einen Comic machen und mich überhaupt weiterhin mit Comic beschäftigen. Ja, das mit Social Media hatte ich vorhin schon gesagt, das hat hervorragend funktioniert. Also es war kaum, dass ich irgendwas getwittert hatte, schon hat er das gefunden gehabt. Also, weil man findet ja nicht sofort den Namen dann bei Twitter, aber das hat wirklich hervorragend und schnell funktioniert. Also das muss ich echt loben, das hat sonst noch keiner geschafft, so schnell auf dem Salon. Ja. Und als Letztes im Bunde. Ja, hi, ich bin Julian Meyer und ich bin mit den beiden und auch anderen, die mitmachen, im selben Atelier und war immer Teil dieses Comic-Treffs und habe mich dann angeschlossen, als die Idee kam, das Magazin zu machen und bin auch völlig von den Socken, dass wir da direkt eine Woche, nachdem wir es fertiggestellt haben, mit ausgezeichnet werden. Gut, um was geht's bei Wunderfitz? Also generell geht's eben darum, Comics zu machen. In dieser ersten Ausgabe ist es so, dass das Thema der Tunnel ist. Dazu kann ich auch ein paar Worte sagen. Also wir sind, wie gesagt, die meisten von uns arbeiten in einem Atelier zusammen. Das ist in der Nähe des Münsteraner Hauptbahnhofs. Und da der umgebaut wird, müssen wir alle immer durch einen Tunnel durch, wie alle anderen Leute auch, die da irgendwie zu einem Hauptbahnhof wollen. Und das ist also ziemlich präsent. So, man geht ins Atelier, läuft durch den Tunnel, man geht nach Hause, muss irgendwie durch den Tunnel. Ja, man läuft meistens nicht, es ist Münster, man fährt mit dem Rad, aber der Tunnel ist präsent. Und ja, das war dann einfach irgendwie, kam dann die Idee auf, weil dann hat man ja auch immer so eine Erinnerung, wenn dieses Thema im Raum steht und man beschäftigt sich mit dem Tunnel und vielleicht auch Anknüpfungspunkte, Ideen. Ja, und im Endeffekt, ich hatte gedacht, es geht dann vielleicht auch hauptsächlich um diese Unterführung am Anfang, dass wir da vielleicht ein paar uns da hinstellen, Illustrationen machen oder so. Es geht eigentlich überhaupt nicht um diese Unterführung im Endeffekt. Jeder hat seinen ganz eigenen Tunnel gefunden. Und ja, es glaube ich, war dann im Nachhinein ein sehr gutes Thema. Und tatsächlich waren wir dann alle auch im Tunnel drin in dieser Schaffensphase. Wir haben das Ding ja selbst gebunden, haben ja von Anfang bis Ende wirklich alles gemacht. Und ja, jetzt sind wir eigentlich immer noch im Tunnel, weil wir es jetzt noch verkaufen müssen. Ohne, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, aber das läuft ja hoffentlich ganz gut. Und du hast die Redaktion gemacht für diese Anthologie. Hast du auch eine Geschichte produziert dann quasi? Worum geht's da? Also in meiner persönlichen Geschichte, das ist eigentlich, ich will gar nicht so viel zu verraten, weil dann würde ich das Ende spoilern, aber es geht eigentlich um ein Marathonrennen und die Leserichtung gibt so ein bisschen das Gefühl eines Tunnels und ja, viel mehr möchte ich auch gar nicht verraten, weil sonst, ja, kauft euch das Ding. Und, nee, weil sonst würde ich einfach das Ende verraten, das wäre blöd irgendwie. Okay, dann kommen wir zu Markus, mein Namensvetter, das ist wunderbar. Markus, was hast du für eine Geschichte dafür produziert? In meiner Geschichte geht es um einen Protagonisten, der sich im Bus befindet und
Er findet, also er hat ein bisschen Markenschmerzen und findet sich auf dem Weg Richtung Toilette, wo er so eine Art Tunnel begeht. Das ist so der Anfang, ich kann nicht mehr erzählen. Das ist keine Spoiler, keine Spoiler. Und der Julian. Ja, auch ich muss auf Spoiler aufpassen, wie alle wahrscheinlich. Auch bei mir geht es darum, dass jemand mehr oder weniger unverhofft in einem Tunnel landet und sich da erstmal ganz wohl fühlt, bis er dann ein eher hartes Erwachen hat. So viel kann ich vielleicht verraten. Okay, wer war denn außer euch noch von... Die Damen habt ihr jetzt sträflicherweise auch nicht dabei. Welche, die sollten wir auf jeden Fall noch nennen, wer da noch dabei war. Also wer sonst noch dabei war, wir waren eben 9 Leute, wir drei Anwesenden. Ansonsten war noch die gute Sonja Müller spät dabei, dann Patrick Müller, Maxi Spieß, Esther Brechlin, Künstlername Tima, also der Nächste im Bunde, und Shoshana. Ja, alles aufstrebende Comiczeichner. Mhm. Und wie hat sich das dann mit dem Preis ergeben? Also ich kann mir, bei den Verlagen ist klar, die schicken ihre Werke dann irgendwann zur Jury und sagen, hier, wir, ne, und so weiter. Und wie hat sich das bei, wie funktioniert das bei diesem Preis für bestes studentisches Werk? Ursprünglich war das, also uns wurde das so kommuniziert, wir hatten eigentlich das gar nicht auf dem Schirm mit diesem Preis. Wir waren so beschäftigt mit unserem Magazin, hier diesen Stand auch zu haben von der Hochschule. Wir sind hier einfach hergekommen, haben das alles aufgebaut und ja, und dann auf einmal, irgendwie einen Tag vor der Preisverleihung, kamen dann Menschen auf uns zu, die sich vorgestellt haben und gefragt haben, was wir denn dann am nächsten Tag abends vorhaben. Es war dann also so, dass scheinbar, so wurde uns das kommuniziert, haben sich nicht so viele Leute eben für diesen Preis beworben und dann sind die Veranstalter oder die Jury einfach nochmal selbst auf eigene Achse losgezogen, haben uns dann da irgendwie auserwählt. Und das Witzige war auch, dass wir dann eben, wir haben dann natürlich irgendwas vermutet, aber wussten auch nicht so richtig, sind dann dorthin gekommen und wurden erstmal irgendwie dann in den dritten Stock hochbeordert und dann war so, ja okay, alles klar, hier, von hier aus müssen wir nicht zur Bühne laufen, sicher, die wollten uns mal was Gutes tun, weil sie unser Magazin gut finden und dann irgendwie 3 Minuten bevor es losging, dann, ja, wir haben jetzt doch nochmal andere Plätze für euch und dann war es irgendwie die 5. Reihe und dann musste ich tatsächlich irgendwie 2 Stunden dort oben auf der Couch zubringen zwischen diesen ganzen anderen Stars, wo ich, ja, glaube ich, die ganze Zeit einen sehr roten Kopf hatte. Aber schon die passende künstlerische Kopfbedeckung, die ist sehr verbreitet, habe ich gesehen. Also da hat gleich perfekt angepasst. Hat das schon Auswirkungen jetzt gehabt, diese Preisverleihung da schon jetzt auf eurem Stand? Wie ich das heute beobachte, sind tatsächlich viel mehr Leute bei uns zu Besuch am Stand und haben reges Interesse an unserem Wunderfitz. Aber wir haben auch nochmal ein bisschen den Stand ein bisschen optimiert, was Wunderfitz angeht, nochmal ein bisschen Preisschild und Max und Moritz Preisschild dazu gehängt und jetzt läuft es noch besser als die Tage zuvor und morgen ist ja noch ein Tag. Ja. Ansonsten ist es auch so, dass wir dann spontan jetzt heute Abend noch eine Signierstunde machen, irgendwie um 18 Uhr und dass wir jetzt verfrüht in einer Nacht- und Nebel-Aktion noch unseren Online-Shop freigeschaltet haben, irgendwie, den wir eigentlich erst dann danach machen wollten in Ruhe, aber dann dachten wir, yo, let's do it. Ich habe gesehen, das gute Stück ist limitiert auf 200 Exemplare. Ja, wie viel habt ihr noch? Jetzt muss ich mal nachdenken. Also die Künstler haben ja welche bekommen. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht. Also es sind noch einige da, aber ja, ich weiß gar nicht. 100 sind auf jeden Fall noch da. Und ja, läuft. Und wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern spontan entscheidet, er findet euch im Netz und sagt, er will das Ding haben, wo kann er das dann am besten beziehen? Der Shop, der heißt wunderfitz.bigkartell.com. Ansonsten gibt es auch weitere Infos auf Twitter unter We Are Wunderfitz und Instagram Wir sind Wunderfitz oder eben auf Facebook Wir sind Wunderfitz. Vielleicht sollten wir nochmal erklären, was Wunderfitz eigentlich ist, weil ich habe schon gestern Abend gehört, das ist eine spezielle Sprachform im süddeutschen Raum, ne? Oder wo kam der Ausdruck her? Also da bin ich vielleicht wirklich der falsche Ansprechpartner, weil ich aus dem norddeutschen Raum komme, aber vielleicht kann ich das jetzt wiedergeben, was mir die Herren hier gegeben haben. Der Name kam also auch aus den süddeutschen Vertretern
Und es scheint so viel zu bedeuten wie eine sehr neugierige Person. Und ich weiß gar nicht, ist es hier auch in Bayern beheimatet, das Wort, oder eher in... Anscheinend, der Moderator meint, es wäre auch hier bekannt. Ja, weshalb natürlich, ja, das hat da natürlich für Furore gesorgt, so wenn das so ein lokales Wort ist, das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, wir haben das irgendwie vor einem halben Jahr beschlossen und genau, also wir fanden das einfach ein cooles Wort irgendwie, es macht Spaß und hat eben auch so diesen, beinhaltet das schon so in sich, weil niemand kennt das Wort und dann muss man eben nachforschen, was ist denn das Wort und dann ist das eben eine neugierige Person und so schließt sich dann der Kreis irgendwie wieder, das war so der Gedanke dahinter, wobei wir es natürlich jetzt schon verraten haben, Naja, gut. Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch ein sehr passender Titel dann für eine Anthologie-Reihe halt, ne? Weil wirklich unterschiedliche Stile, ich habe schon ein bisschen durchgeblättert, drin vertreten sind und da ist eine gewisse Neugierde natürlich immer gut, wenn man sich auf sowas einlässt. Ja. Wie wichtig ist denn so ein Social-Media-Auftritt für so ein Projekt? Ich habe gemerkt, sehr enorm wichtig. Weil ich habe angefangen zu twittern und ich habe auch mitbekommen, dass der Comic Salon Erlangen wieder aktiv wurde mit neuer Webseite und Twitter-Kanal. Da habe ich mich dann gleich drangehangen und ich wusste schon von Lars von Törne, dass es ihn gibt vom Tagesspiegel. Ich habe ihn, glaube ich, mal direkt angeschrieben über Twitter. Er wurde auf uns aufmerksam, hat uns direkt gefolgt als der dritte oder vierte Follower. Und so ging es weiter, dass ich immer wieder ein bisschen Kontakt gesucht habe zu Comic-Schaffenden. Und Leute hier um den Comic-Salon herum. Okay. Und gestern habt ihr verlauten lassen, ihr wollt alle Comiczeichner werden. Ist es auch hier so? Ja? Wenn ich gucke mal in die Runde. Also bei mir, also geht das momentan sehr stark in diese Richtung. Auch wenn sich das irgendwie ein bisschen kindlich naiv fast anhört, wenn man das so ausspricht, ich will Comiczeichner werden. Also ich würde das eigentlich eher so sagen, ich bin Comiczeichner. Ne? Weil ich kann das gar nicht so, als Comiczeichner denkt man dann wahrscheinlich an den Beruf und für mich ist das halt einfach tatsächlich so ein bisschen mein Leben. Also ich beschäftige mich viel mit Comics, die umgeben mich und ja, also ich bin Comiczeichner und wenn ich da gute Arbeit leiste, dann denke ich, ja, dann wird das auch einfach immer so weitergehen, wenn ich den Spaß nicht verliere. Und was hast du da an Wurzeln, an Inspirationen, was findest du persönlich gut? Ich persönlich, also mir sind einfach eigentlich die Geschichten wirklich wichtig, die dahinter stehen. Ganz früher habe ich eigentlich immer so auf die Zeichnungen geschaut und mittlerweile, wenn ich einen Comic anrühre, dann ist das eigentlich fast zweitrangig. Ich mache mir da auch vorher gar kein Bild. Ich muss erstmal irgendwie die Geschichte lesen und danach kann ich dann sagen, ob das mit dem Stil irgendwie gut sich verbindet, ob das irgendwie, ja, ob mich persönlich das anspricht. Also ich will eigentlich, für mich sind Comics einfach wichtig, um ja, also ich weiß gar nicht, ja, ich mag eigentlich emotionale Comics tatsächlich. Okay, ein Lesetipp. Was ist was Comic-Freunde auf jeden Fall lesen und was ihr in letzter Zeit so konsumiert habt? Was ich zuletzt gelesen habe, ist das Buch Sandro bei Rotopol Press. Die Autorin, den Namen weiß ich gerade nicht, das ist irgendwie, ich glaube, Spanisch, Portugiesisch oder so? Italienerin? Okay. Da geht's um einen Typen, der ein bisschen introvertiert ist oder eigentlich extrem introvertiert ist und mit seinen Freunden zusammen hat jeder dieser Figuren sich eine eigene imaginäre Figur ausgedacht und mit denen so gespielt. Allerdings bei dem Hauptprotagonisten ist bis ins hohe Alter oder bis 26 ist er geworden, genau. Und er hat diese imaginäre Figur immer noch beibehalten und kommuniziert mit dieser Figur, die andere natürlich nicht sehen können. Und diese imaginäre Figur ist immer so eine Art Rückzugsort für ihn. Oder ein Trostspender, aber es wird auch ein Stück weit ein bisschen zu viel, dass er nicht mal zum Date kommt und so weiter. Also eine sehr gefühlvolle Geschichte, viel Emotionen und ach, dieser Typ sollte doch mal eine Freundin bekommen. So. Okay, also war mir jetzt auch neu, werde ich auf jeden Fall nachher nochmal reinblättern. Habt ihr sonst noch was ihr an die Zuhörer richten wollt? Wir haben völlig vergessen, uns in der ganzen Aufregung zu bedanken für den Preis. Das würde ich jetzt gerne an dieser Stelle nochmal nachholen. Also vielen Dank an die Jury und an den ganzen Comic-Salon Erlangen. Wir haben eine super Zeit, es war ein super Erlebnis. Wir sind völlig geflasht immer noch. Also ich sag das auch jedem, dem ich treffe, ich bin geflasht.
Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Es ist alles Wahnsinn. Ja, einfach vielen, vielen lieben Dank. Das ist eine großartige Erfahrung. Ja, man hat es euch gestern auch angesehen, dass da sehr gute Stimmung war. Also das, da konnte man richtig Freude sehen. Es gab ja einen Kandidaten, der hat den Preis dann nicht angenommen. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich finde es legitim, Preise abzulehnen. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit öfter. Siehe Marlon Brando, wie ja auch gestern zitiert wurde. Ich persönlich kenne die Hintergründe nicht, die dazu geführt haben, aber ich respektiere das auf jeden Fall. Okay, noch andere letzte Worte? Ja, also ich würde gern vielleicht noch den Leuten mit auf den Weg geben, dass sie das ja vielleicht auch mal ausprobieren können. So sich, also bei uns hat das alles gestartet quasi. Wir haben einen Comic-Treff gemacht mit einigen Leuten, haben uns einfach gegenseitig die Comics vorgestellt, die wir einfach mögen. Und dadurch ist auch ein Dialog entstanden und man hat das nochmal so ein bisschen auch sich selbst hinterfragt und so durchleuchtet, was mag ich denn irgendwie an dieser Geschichte und warum mag der andere diese Geschichte, das wusste ich, also das hat man ja so vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Und ja, und dann, das ist schon mal, glaube ich, ein super Anfang, weil man beschäftigt sich einfach mehr damit. Normalerweise liest man ja Comics generell eher alleine. Und ja, und dann entsteht da vielleicht was raus, wie bei uns. Und hier haben wir noch einen, der was sagen will. Ja, ich würde noch mit auf den Weg nehmen, viel Geduld zu haben beim Geschichtenerzählen oder Comic machen und hartnäckig zu bleiben, auch mit sich selbst. Es kommt nicht mal in erster Linie an, wie Valentin schon sagte, dass man gut zeichnen kann. In erster Linie ist doch eher der Fokus vielleicht auf der Geschichte. Wenn man was erzählen möchte, dann einfach erzählen. Und auch ruhig mal kleine Sachen erzählen. Es muss nicht die Riesengeschichte werden. Also erstmal reinkommen, seinen eigenen Stil finden, erstmal ja einfach machen. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Auch wenn wir ja jetzt auch noch quasi mehr oder weniger am Anfang stehen, ja, sind das so unsere Erfahrungen. Genau. Okay, wie geht's jetzt weiter für euch? Werdet ihr zum Beispiel nächstes Jahr vielleicht in München sein beim Comicfest? Also darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht in der Kürze der Zeit. Also was ich sagen kann, ist, wie es mit unserem beruflichen Werdegang weitergeht wahrscheinlich. Es stehen einige Veröffentlichungen an, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Und also ich persönlich mache erstmal meinen Bachelor jetzt. Das ist meine erste Priorität. Und ich bin auch gespannt, dass der nächste Comic-Salon bringt, wo ich dann stehe, was es dann gibt, was ich dann auch zu geben habe für die Comic-Community. Okay, dann danke ich euch fürs Interview und bald in der nächsten Episode zu hören. Bis dann. Bis dann, vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao. So, gestern hat es sich zugetragen, dass ich so durch die Gegend geschlendert bin, mir diverse Stände angeguckt habe und da hat mich ein Band angesprochen, nämlich München 1945 von Sabrina Schmatz und da habe ich gleich gefragt, ist die da? Kann die mir was reinzeichnen? Und gestern war sie nicht da, heute ist sie aber da und kann ein bisschen was dazu erzählen. Stell dich doch vielleicht kurz mal vor. Hallo, also ich bin die Sabrina oder Sabu, wie mich meine ganzen Freunde eigentlich nennen. Was kann man so erzählen? Also beschäftigt bin ich eigentlich als Angestellte bei der Deutschen Rentenversicherung und Zeichnen ist eher eigentlich mein ganzes Hobby. Und München 1945 war eher als Nebenprojekt gedacht, aber es hat sich dann doch zu was Größerem entwickelt. Von dem her macht es auch am meisten Spaß im Moment, daran zu zeichnen. Was heißt als Nebenprojekt? Wie ist das Ganze entstanden? Also eigentlich hatte ich ein ganz großes Projekt, was sich schon über Jahre hinzieht und ich bin aber da eigentlich stecken geblieben. Und dann dachte ich mir, okay, ich wollte eigentlich schon mal eine Romanze zeichnen. Aber das Setting war mir nicht so klar und dann habe ich mal die Serie Band of Brothers gesehen und dann ging es eigentlich damit los, dass ich mich für den Zweiten Weltkrieg interessiert habe. In der Schule war es immer so ein, nee, mag ich nicht. Aber jetzt, nachdem ich die ganzen Dokumentationen, ich habe dann das Lesen angefangen, ich habe mir Bildbände besorgt und dann dachte ich mir, okay, eine Liebesgeschichte im Zweiten Weltkrieg, da war auch noch die Liebe so ein bisschen, ja, Liebe auf den ersten Blick und ah. Und ja, so hat es sich dann zugetragen, dass ich dann das Setting nach dem Zweiten Weltkrieg, so als die Amerikaner nach München kamen, dachte ich mir, okay, das ist es, das will ich machen. Und da dachte ich mir, das kann ich ja nebenher so ein bisschen anfangen, aber dann hat es doch meine ganze Zeit eingenommen und ja, dann wurde es zum Hauptprojekt. Und möchtest du ein bisschen berichten, in welche Richtung das geht, also die Ausgangssituation? Klar, dass du jetzt nicht den Spin verrätst, aber...
Genau, also es geht eigentlich darum, es, Stichtag ist 30. April 1945, als die Amerikaner eben in München eintreffen und sozusagen München befreien wollen, oder München hat ja in dem Sinne dann schon aufgegeben. Und Hauptpersonen sind der amerikanische Soldat, der ist ein Sanitäter, Daniel Stevens, und die Münchnerin Constanze Hofer, die sich halt dann während dieser Besatzungszeit kennenlernen und voneinander auch lernen, weil Daniel ist interessiert, wie das sich alles zugetragen hat, wie konnte Deutschland so weit kommen, und Constanze möchte ihm halt irgendwie zeigen, gut, es waren nicht alle Nazis, natürlich gab es einen Haufen Mitläufer, aber sie will ihm irgendwie klar machen, pass auf, es ist nicht jeder so. Natürlich gibt es dann auch diese ganzen Nebenfiguren, die dann so ein bisschen polarisieren, die Daniel zum Beispiel die rosa Brille nehmen, von wegen, ja, kannst doch jetzt nicht hier so nett sein und Deutschen sind unsere Feinde und überhaupt. Und dann gibt's noch den Cousin von Constanze, der vom Krieg heimgekehrt ist mit seinen 17 Jahren und eigentlich immer noch ein bisschen hinter dem ganzen Regime steht und es nicht so ganz wahrhaben kann, dass jetzt Deutschland verloren hat. Und so geht's eigentlich weiter. Also die Figuren leiten so durch diese ganze Nachkriegszeit mit den kleinen Dramen und natürlich auch eine Liebesgeschichte. Ja, wie kommst du zu deinen zeichnerischen Künsten? Also bei mir war es halt wirklich so, wie gesagt, Romanz ist jetzt nicht per se was, was mich sofort anspricht. Das ist jetzt nicht ganz mein Metier. Aber also Zweite Weltkriegsthematik fand ich schon immer interessant und es hat mich optisch halt sofort spontan. Wie hast du Kurse, oder weil du sagst, das ist nicht dein Hauptberuf, wie ist das zustande gekommen? Also es ist eigentlich Hobby. Also ich habe mir das alles selber beigebracht und nein, das hat in dem Jahr, ich sage jetzt mal vor 15, 16 Jahren, man fängt halt an mit den Manga Sailor Moon, wie es halt so meistens ein bisschen ist. Und am Anfang hat man angefangen, Manga zu zeichnen und natürlich sich dann so ein bisschen anderen orientiert. Und man lernt dann auch viele Zeichner kennen, die dann auch die Freunde wurden. Man fängt dann auch ein bisschen an, ah, du machst ein bisschen besser als ich. Vielleicht kann ich das ja auch so gut. Und ja, so hat sich's entwickelt, dass man dann gesagt hat, okay, ich will besser werden, ich will einen eigenen Stil haben. Und ich bin dann auch weg von den Mangas ein bisschen, habe dann geschaut, was gibt's denn sonst noch an den amerikanischen Comics oder gibt's ein bisschen was Reelleres. Und so hat sich der Stil eigentlich im Laufe der Jahre entwickelt, dass man halt einfach versucht, jeden Tag ein bisschen zu malen und vor allem sich Vorbilder nimmt. Also ich finde, es ging leichter, indem ich Vorbilder hatte, wo ich mir ein bisschen was abschauen konnte. Und so habe ich dann aus diesen ganzen Sachen meinen eigenen Stil entwickelt und so ist es dann passiert. Okay, also du hast gezeichnet, aber davon ist natürlich der Comic noch nicht fertig. Wie hat das Ganze mit Verlag und so weiter funktioniert? Weil das ist ja was, was viele, die, sag ich mal, für sich selber zeichnen, ein Schritt, den viele nicht schaffen. Also ich sehe auch recht viele, die selber was rausbringen. Die technischen Möglichkeiten gibt's ja dazu, aber du bist halt bei Schwarzer Turm. Und ich meine, renommierter Verlag, den es wirklich schon seit Jahrzehnten gibt. Wie hat sich das ergeben? Das war eigentlich recht lustig. Also angefangen hat's, als ich bei, ich weiß nicht mehr, wie die Webseite hieß, ich glaube comics.de, also wo man Online-Comics hochladen kann, da hatte ich München einfach mal hochgeladen, weil ich wollte ein bisschen Feedback haben von der Comic-Gemeinde und nicht nur Manga. Also jetzt nichts gegen Manga-Leute, aber ich wollte einfach mal schauen, okay, wie kommt's bei den Comics-Leuten an? Und da war es dann so, dass ich dann Comic des Monats wurde mit dem dritten Platz. Und dann hat mich eben der Schwarze Turm mal angeschrieben, hey du, wie schaut's aus? Willst du das nicht mal veröffentlichen oder können wir eine Zusammenarbeit machen? Ging dann leider aus verlagstechnischen Gründen, ging es dann wieder, also wurde dann doch nichts. Und dann nach 2 Jahren, also letztes Jahr, hat mich dann der Mille wieder angeschrieben, so von wegen, hey du, sorry, wie schaut's aus? Wollen wir nochmal einen Versuch starten? Und ich so, ja klar, gern, können wir machen. Und so ist es dann passiert. Wobei ich sagen muss, vorher habe ich mich auch bei diversen Verlagen mal beworben und es wurde einfach nichts. Und dann habe ich mir gesagt, okay, scheiß drauf, ich male jetzt für mich und passt eigentlich. Und so bin ich halt, ich bin ziemlich froh, dass der Verlag dann auf mich zugekommen ist. Also fand ich wirklich großartig. Ja, auch ungewöhnlich. Also das, ja. Das hört man wirklich selten. Ja. Okay, hast du schon einen Plan, auf wie viele Bände das dann letztendlich rausläuft? Also überschlagsmäßig haben wir jetzt, also wenn ich jetzt von den Seiten ausgehe, wahrscheinlich, ich habe jetzt einen Vertrag auf 3 Bände, aber ich denke mal, es werden mindestens 5 bis 6 werden, denke ich jetzt mal. So überschlagsmäßig, weil ich habe nicht alles fertig, aber wenn ich so von den Seitenzahlen ausgehe, dürften es schon leider ein paar viele werden, aber es ist auch schön zum Malen.
Das heißt, du bist dann möglicherweise auch beim nächsten Comicfest in München mit dem nächsten Band schon am Start oder noch früher? Also ich bin im September hoffentlich auf der Konichi am Start mit dem zweiten Band. Und März ist zwar happig, aber ich werde es versuchen, dass ich dann zur Comic, also in Leipzig würde ich gerne dabei sein, natürlich auch in München dann, dass ich da schon was Neues zu bieten habe. Also spätestens zur München Convention, sage ich jetzt mal, würde ich gern was haben wollen, dann den dritten Band schon. Eine Frage ist mir noch eingefallen, und zwar wie hast du recherchiert? Da geht es ja teilweise um Details, Uniformen und sowas habe ich gesehen, sind recht gut getroffen. Wie hast du da die Recherche gestaltet? Ja, das war meistens ist Internet viel, ja, also ich habe mir viel von Band of Brothers abgeschaut, auch von den Rängen her und wie waren denn die da und wie waren sie angezogen. Und dann gibt's natürlich unzählige Bildbände, die ich mir besorgt habe von den Uniformen. Und es gibt ein paar schöne Bildbände von München nach dem Krieg, wie es da ausgesehen hat. Und hauptsächlich war Inspiration dann Dokumentationen, weil ich meine, wenn man jetzt N24 oder so schaut, ne, ist ja Hitler den ganzen Tag ungefähr. Ja. Und ja, da habe ich dann mitgeschrieben und auch ein paar Bücher gelesen von Zeitzeugen, die in München, wie sie es erlebt haben. Und so habe ich meine Recherchen eigentlich alle zusammengeklaut. Also das war schon ein gutes Stück Arbeit, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass es nicht ganz so aus der Luft gegriffen wirkt, das Ganze. Okay, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall dann in der übernächsten Ausgabe vom Podcast darüber berichten. Was mich auch noch also sehr angesprochen hat, muss ich jetzt mal generell, hier liegen ja tausende von Comics aus. Und es sind viele so, viele kennt man nicht, die nicht bei den etablierten Verlagen sind. Und was mir da neben der Optik und dem Thema gefallen hat, war natürlich auch der Preis, ne? Weil das ist mit 8 €, das ist halt was von jemandem, den ich nicht kenne, wo ich eher schnell dazu neige, mal das Geld auf den Tisch zu legen, als wenn einer da sagt, ja, ist noch Hardcover und kannst du 29 € hinlegen. Deswegen finde ich das sehr, sehr lobenswert, dass das in diesem Preissegment angegliedert ist. Also das auch nochmal Lob an Schwarzen Turm und Mille und alle Beteiligten, dass sie das so hingekriegt haben. Ja, also ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil ich weiß noch früher, also vor x Jahren, da hat man halt immer mit den Mangas verglichen, so für 6 € kriege ich aber hier so und so viele Seiten, ne, und überhaupt. Und ich bin froh, dass sich die ganze Szene jetzt gewandelt hat, wenn man sieht, wie viele Leute selber verlegen und das für 10-12 € verkaufen und wirklich eine geile Aufmachung ist. Und ich merke selber, also die Leute sind bereit, das Geld auszugeben und danke, danke, danke. Also mich freut es total, dass ihr mich da alle unterstützt. Vielen Dank. Okay, Sabrina, dann danke ich dir. Ich sag auch danke und schönen Tag. Das war der 17. Comic-Salon aus dem Jahr 2016. Es folgen einige ausgewählte Laudationes- und Dankesreden vom Max- und Moritz-Preis. Und ich freue mich immer über die Stimme, die sagt, dass es gleich Würstchen und Freiwillig gibt, weil wir wissen alle, das ist das Wichtigste des heutigen Abends. Aber wir freuen uns auch sehr über die Gekürten, die wir heute auf der Bühne ich kennenlernen darf. Du kennst sie wahrscheinlich zum Teil. Einige kenne ich, ja, natürlich. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich ohnehin sehr, hier zu sein. Es ist fast unvorstellbar, dass es 2 Jahre hier sein soll, dass wir zum letzten Mal hier auf dieser Bühne stand, wahrscheinlich hier 2 Tage oder so, aber Erlangen ist so, dieses Zeitloch, man kommt alle 2 Jahre her in die Heinrich-Lades-Halle, dieselben Stände stehen am selben Ort, dieselben Leute, mehr oder weniger hinter den Ständen, man ist zwar 2 Jahre älter geworden, aber gar alle anderen auch 2 Jahre älter geworden ist das ja nicht so schlimm. Oh, man kann ein paar Tage tun, was man am liebsten tut und sonst zu wenig tun kann, über Comics reden und das wollen wir ja heute Abend auch. Ja, ich freue mich immer über die Nische mit meiner Panini-Brut, da kann ich immer rauchen. Und, Christian, was sagst du? Das finde ich sehr elegant, ja. Sehr dezent. Ihr Lieben, je suis Charlie. Die SPD soll es ja noch geben. Und er ist auch noch drin, wir können ihn jetzt selber fragen, hoffe ich. Bitte begrüßen Sie mit uns Dr. Florian Janik. Wie ein Sieger, ein Sieger. Naja, wenn Sie immer noch OB sind, dann sind Sie ein Sieger. Und auch noch in der SPD. Unglaublich, oder? Wie fühlt es sich denn im Moment so an, in der SPD noch zu sein? Ich glaube, ich lieber über Comics.
Ich verstehe Sie. Gut. Lassen Sie sich eigentlich so blicken bei dieser Messe? Gehen Sie auch durch an den Ständen vorbei? Haben Sie Kinder? Kaufen Sie Ihnen Zeichnungen? Stehen Ihre Kinder selber an für Zeichnungen? Also unsere Kinder, die sind 4 und 6. Bei denen fängt jetzt so gerade die Lust am Comic an und wir sind morgen am Salon und schauen dann auch mal rum und gucken mal, was die Kinder so entdecken. Ich meine, ich bin selber ja mit, ich glaube so mit 6 das erste Mal am Salon gewesen hier in Erlangen. Insofern schließt sich da jetzt kurz auf. Was sind denn Ihre Lieblingscomics? Sind Sie ein Fan von Funnies oder eher Graphic Novels? Ich bin ein echter Traditionalist. Ja, echter Traditionalist. Bei mir heißt es Lucky Luke und Asterix. Natürlich! Jawohl! Meine EHPA-Freunde werden es Ihnen danken. Ja, lieber Doktor, sprechen Sie etwa frei ohne eine Pappe? Nein. Ich dachte schon. Aber schön guckt es gefasst wieder, ne? Ja, ich weiß. Bei mir auf der, es gibt ja so eine Anweisung, ja, wenn man auf so Terminen geht, da steht dann, ja, damit man als OB auch weiß, was man machen muss, was man nicht machen soll. Und da steht beim Comic-Salon immer kurze, und es ist dann so unterstrichen und fett, kurze Ansprache des Oberbürgermeisters. Und ich versuche mich dran zu halten. Ja, super. Ich habe mal eine Frage. Oder beziehungsweise ich möchte Sie jetzt gerne outen. Das hat auf keinen Fall ein Assistent, eine Assistentin für Sie geschrieben, denn es ist Ihre Handschrift. Ja. Ich bin sehr fasziniert, dass Sie das jetzt noch lesen. Das sagen meine Mitarbeiter auch. Toll. Danke, Florian Janik, meine Damen und Herren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Max und Moritz Preis 2016, der 17. Comic-Salon, und ich freue mich, dass auch heute wieder unser Markgrafentheater voll ist, dass viele gekommen sind, um dabei zu sein und auch an der einen oder anderen Stelle noch mitzufiebern. Mein erster Gruß gilt allen Künstlern, die heute da sind, und vor allem denjenigen, die noch nervös im Publikum sitzen und gespannt darauf warten, ob sie heute hier hochkommen oder ob sie vielleicht noch 2 Jahre warten müssen, bis sie das erste Mal hier hochkommen können. Ich freue mich, dass auch aus der Reihe der Stadt Erlangen einige gekommen sind. Lassen Sie mich stellvertretend begrüßen. Zum einen meine Stellvertreterin, Susanne Lender-Kassens, zweite Bürgermeisterin der Stadt Erlangen. Und an der Stelle, liebe Susi, nochmal herzlichen Dank, dass du es mir ermöglicht hast, zwischen Bergkirchweih und Comic-Salon immerhin 4 Tage freizunehmen in den Pfingstferien. Vielen Dank dafür. Und lieber Dieter Rossmeisel, Kulturreferent der Stadt Erlangen, ist ebenfalls hier und mit ihm zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte. Der Comic-Salon dieses Jahr ist so international und so politisch wie nie zuvor. Und ich meine, das ist auch wirklich richtig, dass er in dieser Zeit so international und auch so politisch ist. Wenn man auf die Themen schaut, nur schlaglichtartig, es geht um die Situation von Frauen in Indien, es geht aber auch Comics aus Afrika, viele Themen, die in unserer Welt diskutiert werden und die natürlich mittlerweile auch ihren Weg in den Comic finden, weil Comic ist eben mehr als Asterix und Lucky Luke, auch wenn Asterix und Lucky Luke nach wie vor wunderschön zum Lesen ist, ist es mehr als das und deutlich mehr. Oder wo ich weiß, dass wir die ersten Gedanken darüber gewesen sind, dass wir Comic-Künstler aus der Türkei, aus Istanbul, aus unserer Partnerstadt Besiktas nach Erlangen holen, um über das Thema Karikaturen und Pressefreiheit zu diskutieren, wie die ersten Ideen aufkamen, da war das noch weit weniger aktuell, als das heute der Fall ist. Und ich glaube, viele würden sich wünschen, es ist nicht so aktuell, wie es denn tatsächlich heute ist. Das Comic ist auch politischer geworden und an ganz vielen der Dinge, die man entdecken kann auf dem Salon, merkt man das auch, dass es politischer geworden ist. Das ist auch, denke ich, kein Zufall, dass es politischer geworden ist, denn die Zeiten sind sehr politische. Der Rassismus ist in unserer Gesellschaft weltweit und in Europa und auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. In Europa und weltweit sind Rechtspopulisten immer erfolgreicher. Manchmal werden sie sogar knapp Präsident oder dann doch Gott sei Dank knapp nicht Präsident. Die Grenzen in Europa sind nicht mehr offen, sondern sind geschlossen, und ganz zentrale Errungenschaften unserer Gesellschaft, die auch mit Kunst sehr eng zusammenhängen, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit,
Diese ganz zentralen Freiheiten von demokratischen Gesellschaften, die sind plötzlich verhandelbar, die stehen plötzlich zur Disposition. Man merkt in unserer Gesellschaft, dass Demokratie eben nicht selbstverständlich ist. Und das ist natürlich auch ein Thema in der Kunst und damit auch natürlich ein Thema im Comic. Man merkt dabei aber auch, dass die Freiheiten, um die es geht, dass diese Freiheiten von uns allen etwas fordern und etwas verlangen. Sie fordern nämlich, dass wir Dinge auch aushalten müssen, dass wir manches ertragen müssen. Weil man muss eben, wenn man Meinungsfreiheit ernst nimmt, es auch ertragen, dass Meinungen gesagt werden, die nicht seine eigenen sind. Das muss man bei Religionsfreiheit auch tun. Da muss man was ertragen und muss vielleicht auch die eine oder andere Zumutung hinnehmen. Demokratie ist eben nicht nur spaßig, sondern manchmal auch richtig anstrengend. Die Freiheit, um die es geht, und die Freiheit, die auch Künstlern eingeräumt wird, bedeutet für diese Künstler gleichzeitig aber auch Verantwortung. Nämlich Verantwortung dafür, sich zu überlegen, was man schreibt und was man sagt. Oder wie es Rosa Luxemburg so schön gesagt hat, Freiheit ist eben immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Und das gilt für Kunst und Kultur und auch fürs Comic ganz genauso. Gleichzeitig ist der Comic-Salon aber auch Familienfest. Ja? Weil sie laufen sich warm. Ja? Aber schauen Sie. Aber Janik, kurz. Ja. Aber sehr interessant und auch gut, was Sie sagen. Deswegen, ich stelle mich aber einfach gut blau hier. Ja, das ist schön. Das ja. Es passt farblich nicht ganz so gut wie zu dem Hemd, aber... Nicht, aber es erhält Sie jetzt auch. Gleichzeitig ist der Comic-Salon aber auch Familienfest. Es ist der Ort, wo man so neben dem Held seiner Kindheit stehen kann. Ich kann mich selbst noch gut erinnern, überlebensgroß, der Asterix, wenn man so neben dran geht. Und ist das jetzt ein Widerspruch? Auf der einen Seite das Familienfest, der Ort, wo man mit den Kindern hingeht, und auf der anderen Seite der politische Comic-Salon, der es in diesem Jahr wahrscheinlich mehr ist, als es bisher überhaupt gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist, weil letztlich diejenigen, die diese Freiheiten einschränken wollen, von denen ich eben gesprochen habe, es sind auch die, die uns letztlich vorschreiben wollen, worüber wir lachen. Oder viel öfter vorschreiben wollen, worüber wir nicht lachen sollen. Und so gesehen ist sogar die Lektüre eines lustigen Taschenbuchs ein politischer Akt. Der, und das unterscheidet ihn von manch anderen politischen Akten, sogar immer mal wieder Spaß macht. Eine letzte politische Sache, weil ich weiß, sie ist wichtig für viele, die am Comic-Salon sind. 2018 steht ja ein Ort nicht zur Verfügung, ja? wo man immer das Gefühl hat, die Zeit ist stehen geblieben, 2 Jahre lang. Das ist die Ladeshalle. In 2 Jahren, ja, sie schauen. Ja, sie genau, ist, und was dann? Ja, dazu will ich ja jetzt. Ja, bitte, was bitte, bitte. Das, ich habe ja auch noch was Wichtiges zu sagen. Was ist denn da hier? Ja, 2018, die Ladeshalle ist halt in die Jahre gekommen und die Stadt Erlangen, wir werden ein bisschen drin bauen müssen. 2020 geht es dann wieder. Und 2018 wird aber natürlich trotzdem der Salon stattfinden. Unsere neu gewählte und auf ihren Amtsantritt wartende Kulturreferentin, die ich auch ganz herzlich begrüße, Anna Steinert-Neuwirth, die hat gesagt, wie das Thema aufkam, naja, wenn die Halle nicht zur Verfügung steht, dann muss eben die ganze Stadt zum Comic-Salon werden. Dann muss es halt 2018, wie hat sie es genannt, ein Comic-Beben in der Stadt geben. Ich finde das ein ganz gutes Motto für 2018. Die Stadt hat, der Comic hat die Stadt ja sowieso schon erobert. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Räume in der Stadt für den Comic erobern und dieses Jahr 2018 ohne die Ladeshalle überbrücken. Aber 2020 steht sie dann wieder zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie mich kaum unterbrochen haben. Und am Ende noch vielen Dank für das ganze Team, das hinter dem Comic-Salon steht und arbeitet. Bodo Birk, deswegen ganz herzlichen Dank an diejenigen und Ihnen einen wunderschönen Abend. Unsere erste Kategorie
ist es eigentlich jedes Jahr, ist es immer dieselbe Abfolge oder seid ihr da variabel? Haut ihr auch mal eine andere Reihenfolge raus? Ich weiß es gar nicht. Ganz ehrlich gesagt, das müsste ich jetzt der Christine fragen. Sie macht immer den Ablauf. Aber ich glaube, letztes Jahr haben wir auch mit der Kategorie beste deutschsprachige Comics gewonnen. Aber nein, dieses Jahr habe ich einiges umgestellt. Schön. Ja, genau. Der Preis kommt zum Schluss. Und aber Strip ist, glaube ich, immer der erste. Und du stellst auch bitte den ersten vor. Genau. Wir haben drei. Drei sind nominiert. Und wir beginnen mit Das Hochhaus, 102 Etagen Leben von Katharina Greve. Zum Sehen auf www.dashochhaus.de. Jeden Dienstag kommen die. Kommen die Bauarbeiter, dann wächst das Hochhaus, das die Berliner Comicautorin Katharina Greve im Internet baut, um eine weitere Etage und damit auch um eine weitere Episode, in der Greve Zwischenmenschliches, Gesellschaftliches und Politisches kommentiert, Flüchtlingskrise, Beziehungsknatsch, Hausaufgaben googelnde Teenager, gierige Makler, einsame Seelen, Einbrüche, der kleine Alltag also und die große Weltpolitik, unprätentiös, einfallsreich, witzig und sehr lebensnah zusammengebracht. Katharina Greve, sie hat übrigens Architektur studiert, tatsächlich. Sie verbindet in Das Hochhaus die pointierte Unmittelbarkeit des Einbildwitzes mit der Fähigkeit des Comics auch längere und komplexere Geschichten zu erzählen, denn wie es so ist in Hochhäusern, jeder möchte zwar für sich selber leben und doch kreuzen und verknüpfen sich diese Menschen und Leben und Alltagsgeschichten auf vielfältige Weise zu einem Kaleidoskop unserer Zeit. Nicht nur architektonisch ist Katharina Greves Hochhaus ungewöhnlich, sehr schmal und extrem hoch, aber auch als Comics ist es zukunftsweisend, da entsteht Neues und ich warte schon ganz ungeduldig auf das 102. Stockwerk. Noch 70 Dienstage habe ich berechnet und dann sollte es soweit sein. So, ich habe die Ehre, heute Abend den ersten Preisträger oder die erste. So ein bisschen wie Oscar-Verlag. Mein Lieblingsmoment dabei. So, bester deutschsprachiger Comic-Strip. Das Hochhaus von Katharina Greve. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr. Ja, danke. Ich wollte mich einfach sozusagen nochmal offiziell bei der Jury bedanken. Ich freue mich ganz doll und ich möchte mich auch im Namen der Bewohner bedanken. Der, die es schon gibt und aller Zukünftiger. Das war mir nochmal ein Anliegen, das wurde mir mitgegeben. Von sehr Bewohnern. Schön, toll, vielen, vielen Dank. Am See, Mariko Tamaki und Jillian Tamaki, Übersetzung Tina Rohl bei Reprodukt. Wow. Das ist eine Geschichte, die sehr, sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Rose, 16, und Windy, 12, leben in Kanada, kennen sich seit Kindertagen und treffen sich jedes Jahr in den Ferien am See in Abago Beach mit ihren Familien. Pubertät ist angesagt und plötzlich sind die Probleme der Eltern wichtiger als Sandburgen bauen und Süßigkeiten lutschen. Ist nicht so aufregend wie Horrorfilme ab 18 ausleihen. Rose verknallt sich in den Typen vom Kiosk und auch Windy will in dem Spiel mitspielen und möppert, dass sie adoptiert ist und deshalb nicht genau weiß, wie groß ihre Titten wohl werden. Ich persönlich bin zwar nicht adoptiert, aber ich war 1:1 Windy. Genauso wie die Autorin vom Sommer am See, Mariko Tamaki, die als politisch aktive Feministin und Lesbe über sich sagt, ich war als Kind immer uncool. Zugleich war mir sehr bewusst, was man tun musste, um cool zu sein. Das hat meine Wahrnehmung geschärft. Fifi, also ich, Fifi, war auch moppelig, hatte diesen unfassbar unvorteilhaften Badeanzug an und hab an Ute Müllers Lippen gehangen, wenn wir an der Agatha-Sperre zelten waren. Aber Salinos, Cornetto Erdbeer und Hüppchenreihen waren damals trotzdem befriedigender für mich als jungen Stories, weil ich mich auch zum Mädchen gezogen gefühlt habe. Die Cousine der Autorin, Jillian Tamaki, hat jede Gefühlsregung von Windy derart plastisch und filmisch gezeichnet, dass mir wieder das Eis auf die dicken Beinchen getropft ist und ich ins Wasser hechten wollte, um nicht mehr mich so klebrig zu fühlen. Toll, dass die Mädchengeschichte
letztes Jahr mit dem Eisner Award für den besten Comic ausgezeichnet wurde. Internationalen Comic geht an Ein Sommer am See. Ja, junger Mann, Sie ja, leider Mann, keine Dame von mir. Marco und Julian. Ja, Michael Grönewald. Nein. Ja, weil die Mädels sind. Warum sind sie nicht da? Ja. Sind in Kanada. Nein. Sind in Kanada oder? Auf andere Festivals eingeladen. Nein, die sind nicht jetzt, aber ich weiß, dass sie ständig unterwegs sind und uns schon mehrere Körbe gegeben haben. Ach ja? Ja, nein. So. Ich weiß es nicht, wo sie sind. Das hat mich wieder sehr schade. Naja, es ist einfach eines der wenigen Bücher, die man auf den Tisch kriegt, die man liest, die ich gelesen habe einfach und gedacht habe, es ist. Noch näher. Ja, nee, es war einfach ein Buch, was ich gelesen habe und dachte, das ist der Grund, warum ich Comics verlege. Ja? Es ist einfach, wie in der Jury-Ansprache rüberkam, es ist einfach ein. Am meisten faszinierend fand ich einfach, was Julia Tamaki in ihren Zeichnungen einfach transportiert. Ja, das ist echt ein Ding. Absolut. Also ich finde es überraschend, dass da wirklich so ein pubertierendes Mädchen, das ist so ein Mädchenstoff, also so fett international boomt, finde ich super. Verkauft sich das denn auch in Deutschland eigentlich gut? Erstaunlich gut. Ja. Super. Super. Das freut mich. Ich habe verstehen, dass du eine Grußzeichnung wenigstens mitgebracht hast. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. Ah, thank you. Das ist die kleine Mandy. Gut. Nein, toll, tolles Buch. Danke, dass ja, Bitte. Die Autorin haben auch noch ein tolles Dankwort geschrieben. Kann ich direkt mal übersetzen. Wir danken all unseren Leserinnen und Lesern und all den Menschen, die für uns gestimmt haben. Also, wahrscheinlich. Ja, das ist ja. Guten Tag, so People's Heart. Toll, dass du es vorgelesen hast. So, jetzt kommen wir nämlich zu der berühmten studentischen Publikation. Und da hast du etwas zu sagen, weil. Die letzten Male stand die immer schon im Voraus fest und heute habe ich erst mittags im Hotel das Büchlein in die Hand bekommen, was gewonnen hat. Woran liegt es? Ja, zum einen ist dieser Preis ja eine Herzensangelegenheit der Jury, weil es gibt im Moment, muss man eigentlich in diesen Hochschulpublikationen blättern, um zu wissen, was die Zukunft für uns bereithält in Sachen Comics. Aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass in einer Hochschule in den deutschsprachigen Raum plötzlich ein anderer Wind weht, also es ist nicht mehr dieses Ellbügeln, wie man in der Schweiz sagt, sondern man ist zurückhaltend, man ist bescheiden, man drängt sich nicht vor, man will den anderen den Vortritt lassen, man reicht seine Sachen nicht ein bei der Jury. Und also eine Jury-Sitzung hatten wir schon einige Bücher und Hefte da, aber eigentlich zu wenig, um den Eindruck zu vermitteln, das sei wirklich repräsentativ. Deswegen sind wir zu den Anfängen zurückgekommen und wenn die Studentinnen und Studentinnen nicht zu uns kommen wollen, gehen wir halt zu ihnen. Und gestern Abend sind ein paar Vertreter und Vertreterinnen der Jury bei diesen Hochschulständen, haben die abgeklappert, sich alles angeschaut, die interessantesten Sachen ausgewählt, gekauft, glaube ich sogar, nicht ganz sicher, das nach den Fragen, und haben dann eigentlich gestern Abend den Gewinner das Gewinnerprojekt bestimmt. Willst du das ankündigen? Nein, Schatz, das ist deine Sache. Mach das bitte schön. Also den Max-Moritz-Preis für die beste studentische Publikation geht an die Anthologie Wunderfitz mit dem Untertitel Tunnel, herausgegeben von Studierenden der Münster School of Design. Ich liebe, da gibt es auch ein Lüsschen für. Wisst ihr das? Der ist notiert, der Preis mit 1000 Euro. Wusstet ihr das? Was macht ihr damit? Oh, fürs Projekt investiert es? Nächste Ausgabe. Das ist die allererste Ausgabe gewesen und ich habe gesehen, Wunderfitz ist ein eher altertümlicher Ausdruck für neugierig oder aber auch für leichtsinnig. Jetzt studiert ihr ja in München, seid ihr denn alle aus Münster? Hey, Entschuldigung, Münster, Mühe, hat bestimmt. Ich hatte Angst, dass ich hier irgendwie über den Lautsprecher rein. Könnt ihr alle ein bisschen so nach da hinten? Jetzt studiert ihr alle in Münster. Seid ihr denn alle aus Süddeutschland? In München studiert alle in Münster. Seid ihr denn alle aus Süddeutschland? Dass ihr dieses süddeutsche Wort ist Wunderfitz. Ne? Das stimmt doch. Ja, wir
Münster studiert. Münster, jetzt habe ich gesagt. Es ist tatsächlich so, ich habe das mal im Radio gehört irgendwie, dass das vorgestellt wurde, also ein fast vergessen geratenes Wort. Und ich fand das einfach so schön, weil ich es eben noch nicht kannte und dazu eben diese Bedeutung, neugierig sein. Tatsächlich einer kannte es dann von uns und fand das dann auch ganz toll, weil er eben aus Süddeutschland kommt, die anderen nicht. Ja, so war das dann einfach. Das haben wir dann einfach, jeder fand es gut und jetzt sollte ja jeder irgendwas über. Vielleicht noch zum Titel, das ist eben auch ein Grund, warum die Jury diese Anthologie den Preis gegeben hat. Die Jury fand, dass so diese Mischung aus Neugierde und Leichtsinn eigentlich sehr gut passt für eine studentische Publikation und sehr vielversprechend ist auch für die Zukunft. Man braucht beides, ein bisschen Leichtsinn, um Comics zu machen und vor allem zu publizieren, und Neugierde, um auch die guten Geschichten zu finden. Ja, was mich jetzt interessieren würde, das Thema ist ja, warum ihr es auf Englisch alle gemacht habt, also The Tunnel und nicht irgendwie Tunnel oder der Tunnel, und wie ihr auf Tunnel gekommen seid. Warum Englisch und warum Tunnel? Das würde mich interessieren. Vielleicht gibst du das Mikrofon auch mal weiter. Bist du Chef von der Gruppe hier? Ja. Publisher, lass doch mal ein Mädchen ran, bitte schon. Der Tunnel, einige von uns haben Atelier am Hauptbahnhof in Münster und da ist jetzt gerade Umbau. Und wir sind alle gezwungen, durch einen Tunnel zu gehen. Und das war so, hat unser Leben stark beeinflusst. Deswegen haben wir auch den Tunnel als überbegriffliches. Verstehe. Und warum Englisch? Das Englische ist, glaube ich, einfach so gekommen, per Zufall mehr oder weniger. Also jeder hat es gemacht wie er wollte und am Ende waren es viele auf Englisch. Ja. Ist das im Rahmen des Unterrichts entstanden, das Projekt? Oder ist das Nein. Also völlig unabhängig vom Unterricht tatsächlich. Also das verbindet die Hochschule. Kann ich auch an der Schule? Bitte? Dürft ihr keine Comics machen an der Schule? Doch, natürlich. Aber das war wirklich ein Kollektiv. Ich bin jetzt zum ersten Mal dieses Jahr hier in Erlangen auf der Messe, Flugmannheim. Und möchte jeder von euch Comiczeichnerin oder Comiczeichner beruflich ausüben? Ja? Ja, keine Scheiße, super! Denn wir haben wieder mal, wie eigentlich alle zwei Jahre, ein Lebenswerk möchtet ihr auszeichnen, möchte der Comic-Salon die Jury auszeichnen. Und es hat eine ganz, ganz großartige Ikone getroffen, die ich viele Jahre natürlich kenne, wie wir alle. Und es ist keine geringere als Claire Bretiché, meine Damen und Herren. Respektive diesem alten Plakat, auf dem sie steht, aber es geht ihr gesundheitlich nicht gut. Ihr hattet sie sogar vor 4 Jahren auch schon mal, wolltet ihr sie sogar auszeichnen. Da ging sie auch schon nicht gut, wenn das nicht geschummelt ist, aber habt ihr gesagt, na gut, dann machen wir das später. Genau. Ja, jetzt kann sie gar nicht mehr kommen. Natürlich. Oder wie? Wir haben gedacht, wir geben ihr den Preis jetzt. Es geht ihr offenbar nicht sehr gut gesundheitlich. Vor 4 Jahren schon war es so, dass sie nicht reisen konnte, nicht mehr reiste. Dieses Jahr ist wieder das Gleiche, dass es ganz klar war, dass sie nicht kommen würde, um den Preis entgegenzunehmen. Aber trotzdem sind wir dann, weil es doch Kletbrettische ist und sie doch eine, wie wir hören werden, eine sehr große Rolle spielt, sind wir eigentlich von diesem Prinzip abgekommen, dass der Preisträger im besten Fall vor Ort sein könnte oder das zumindest im Vorfeld verspricht, dass er oder sie kommen würde und dann vielleicht am Tag vorher absagt. Weißt du, dass ich das gut finde? Weil zum Beispiel bei dieser goldenen Kamera von Hör zu, die haben das ja pfiffigerweise immer auf die Berlinale gelegt, ja. Da kannst du wirklich 10 Schweine dafür verwetten, wer einen Lebenswerkpreis kriegt, ja, goldene Kamera, nur die gerade in Berlin sind, weil sie einen Film promoten. Und das finde ich verlogen und das finde ich geheuchelt und ich bedauere es zutiefst, dass sie nicht da ist. Ach, die ist so sexy. Oh. aber ich finde es toll, dass ihr es gemacht habt und es war überfällig. Danke. Was warst du denn früher? Auch ein Tänz? Hast du auch einen deiner Lügen? Hast du auch viel getanzt? Nein.
Nein, 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 ja, Tanzschule, ja stimmt, Tanzschule hatte ich auch, einen Winter lang. Ist da nichts geblieben. Also lassen wir uns, reden wir von Comics. Hast du noch Comics? Von Comics. Comics, du! Crash and Burn, auch nominiert durch das Publikum von Mikiko Poncek, erschienen bei Tokyo Pop. Es ist ja schon Tradition, dass das Publikum auch in der Manga-Kategorie einen German Manga auswählt, einen deutschen Manga, das zeugt von der engen Verbundenheit zwischen den Autoren und ihrer Leserschaft. Dieses Jahr hat das Publikum Crash and Burn der Deutsch-Japanerin Mikiko Poncek nominiert, ein Boys Love Manga. Wie uns Hella von Sinnen letztes Jahr in ihrem Manga-Crash-Kurs erklärt hat, Boys Love ist, wenn zwei hübsche Jungs sich lieben und junge Leserinnen das ganz toll finden. Ich möchte mich jetzt auch an dieser Stelle nochmal herzlich für den Ausdruck bedanken. Hella geht. Aber es geht hier um Crash. Ich habe den ersten Tatort im Hotel. Seit gestern ist. Ich gehe dann nach dem Treffen an, ja. Dieser Comic-Seller ist so früh gekommen. Ich konnte nicht alle lesen. Heute echt das noch gelesen. Und da war ein richtiger Penis. Ja, eben. Crash and Burn ist nicht kitschig, ist nicht gähn, ist nicht weich gezeichnet, sondern Crash und Glüh und Brenn. Mikiko Poncek macht daraus etwas sehr Eigenes und sehr Persönliches. Es ist ein schroffer, hochemotionaler Manga um Punk- und Metal-Musiker und zwei Musiker, die sich an einer Schlägerei oder während einer Schlägerei an einem Musikwettbewerb kennenlernen. Nachdem sie sich verprügelt haben, gründen sie eine Band und lernen sich sowohl zu hassen auch als zu lieben. Das ist ganz toll, echt Crash and Burn, eine kraftvolle Beziehungsgeschichte voller Konflikte, Drive, Spannung und Emotionen. Und ich wollte ihn schon Hella empfehlen, aber sie hat ihn offenbar schon gelesen. Nee, nicht ganz, ich muss den zweiten Teil noch lesen. Wie gesagt, der Comic kam so schnell. Warum kam der so schnell? Nur wegen Ostern? Kann man nicht feste Termine machen? Immer egal. Naja. Ja, Crash and Burn. Crash and Burn. Ein Applaus. Ja. Der letzten Jahre ist von den beiden Zweifeln herausgegeben, Stefan Winter und Christopher Tauber erschaffene die Zombie-Reihe Die Toten, die inzwischen bei Panini auch ein breiteres Publikum erreicht. Und das völlig zu Recht präsentiert die Anthologie-Reihe doch in jeder Ausgabe mehrere Kurzgeschichten verschiedener Zeichner und Szenaristen, die zu den interessantesten zeitgenössischen Comic-Künstlern der deutschsprachigen Szene gehören. Darunter Ingo Römling, Boris Kieselicki, Christina Reiper, Andreas Völlinger, Sarah Borini oder Boris Koch. Also, liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Feuerbestattung. Ich habe ja an diesem Pult schon öfter, habe ich euch damit gelangweilt, dass ich mit Untoten definitiv Berührungsängste habe. Ja, das bezieht sich also auf Vampire, die nicht nur auf Vampire, aber auch vor allen Dingen auf Vampire, die aussehen wie Bill Kaulitz im Allgemeinen und auf Zombies im Speziellen. So, aber ich muss sagen, dass mich dieses Totenprojekt doch nachhaltig beeindruckt hat. Und das liegt nämlich daran, dass sich die Ereignisse nicht auf nordamerikanischem Boden abspielen, sondern unter anderem in Bochum, Brandenburg oder Bad Homburg. Ja, also nicht jeder Bürger hat eine Knarre, um sich gegen die beißenden Kadaver zu wehren, sondern Selbstverteidigung findet mit Wagenhebern, Brecheisenäxten oder Bolzen, Schussapparaten statt. Und das macht die ganze Sache wirklich sehr erfahrbar und leider auch sehr, sehr gruselig. Sehr gruselig. Meine Favoriten-Story allerdings ist der in St. Georg Seniorenstift in Hamburg. Ja. Also mehr oder weniger rüstige Greiser und Greiserinnen, die im Stift vor sich hin vegetieren, müssen im Bus zum Rewe fahren. weil die Vorräte knapp sind. Und am Ende sagt der 85-jährige Ich-Erzähler, die Welt da draußen geht vor die Hunde.
Aber ich fühle mich so lebendig wie lange nicht mehr. Geile Scheiße! Geile Scheiße! Du machst. Ich darf schon. Du machst das besser, Mann. Ich mach das besser? So, ihr Lieben, die spannende Stelle. Der diesjährige Publikumspreis des Max-Moritz-Preises 2016 geht an Miki Kupacek, Crash and Burn, wir haben am selben Tag Geburtstag. Ach super. Du hast auch am 2. Februar ja, Geburtstag. Genau. Und wir sind sogar Kollegin, weil ich doch auch mit Carsten Meister bei Aufgezeichnet bin. Ja, genau. Ja. Das ist so lustig, dass wir uns jetzt kennenlernen. Ich habe aber eine echte Frage an dich. Also vielleicht warst du schon mal hier auf Erlangen, du warst Mangas und ich. Aber was ich ja gelernt habe, ist zumindest, dass man die von hinten nach vorne lesen muss. Warum? Ich nehme jetzt mal ganz kurz. Warum liest man, du bist ja auch nur eine gebürtige Japanerin, kannst sehr viele Sprachen sprechen und auch Deutsch. Ja. Aber, ja, schön. Verstehst du, Digitale? Warum nicht von hinten nach vorne, wenn schon Manga kam? Ja, es ist ja so, dass beim Manga ist es ja von hinten nach vorne, weil die Schrift einfach so angeordnet ist. Das heißt, im Japanischen liest man eben so und im Deutschen macht es keinen Sinn. Und nicht die wirklich. Genau, und die Story spielt auch in Liverpool in England und es ist eine deutsche Produktion. Da ist es einfach sinnvoll, den Lesefluss so anzupassen, wie eben die deutsche Sprache ist. Ja. Und so habe ich das eben ausgedacht. Ja. Ist das so, dass dein Name in Japan auch schon populär ist? Lustigerweise noch nicht. Also meine Oma ist ganz stolz, aber ansonsten kennt man mich da noch nicht so. Wobei in Amerika schon. Also ich bin also viel im Web unterwegs und poste auch ganz viele Webcomics und so Slice of Life Sachen. Und die sind alle auf Englisch. Und das heißt, so meine internationale Fanbase ist also sehr, sehr groß. Also Fanbase ist aber natürlich das Stichwort. Glaubst du, dass du vor allem gestern das Rennen gemacht hast, weil du wirklich eine riesige Fanbase hast? Ja, also das kann auf jeden das Fall schon. Das kann nicht schaden. Ja. Du, wie fandest du das denn eben hier mit der Marlon Brando-Nummer von Kiste? Ich nehme den Preis nicht an. Aber also ich habe immer noch einen Hals, wollte ich sagen. Ja, also ich freue mich über jede Nominierung. Und du hast gefreut, wie wollen wir über den Preis? Komm in meine Arme. Oh, herzlichen Glückwunsch. Fresh and burn. Also, du musst dir bitte was zu deinem Namen sagen. Hotcheck. Hast du einen schlechten Namen oder was? Nein, nein. Also mein Vater ist Deutscher aus Düsseldorf und vor einigen Generationen waren die mal aus Polen. Polen. Aber keiner von uns spricht Polnisch. Und wieso hast du dir nicht einen Künstlernamen gegönnt? Also Poncheck? Nein, ein anderes Check. Jetzt krieg ich wieder einen drüber. Polen. Nein. Mikkelpo hätte doch vielleicht gereicht. Inzwischen lasse ich meinen Namen aber immer weg. Ja, wie also als PR-Manager hätte ich dir das auch geraten. Sind die Japaner, sind die so drauf wie die Indianer? Heißt Mikiko, hat das eine Bedeutung? Ja. Das ist oder heißt es Mikiko oder Mikiko? Mikiko. 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 Es gibt eine Übersetzung? Ja, also das Mi ist das Zeichen für schön. Das Ki ist die zweite Silbe von Hoffnung und Ko heißt Kind. Oh, schönes, hoffnungsfrohes Kind. Bleib gesund und mach noch viele schöne Bücher. Dankeschön. Max Hermanes von Birgit Weihe, soeben erschienen im Avant Verlag. Eine gute Ausbildung, sie erhielten aber nur Hilfsjobs. Abends durften sie nicht ausgehen, schwangere Frauen mussten abtreiben oder wurden sofort zurückgeschickt und die Hälfte ihres Lohns wurde nach Mosambik überwiesen, um ihre spätere Rückkehr in die Heimat zu garantieren. So lebten die sogenannten Majermanes, die mosambikanischen Vertragsarbeiter, im sozialistischen Bruderland DDR. Birgit Weihe, selber in Afrika aufgewachsen, ging dem Schicksal dieser Menschen nach und verknüpfte zahlreiche Begegnungen und Interviews zu drei exemplarischen Biografien, die von Entfremdung erzählen, von Perspektiv und Heimatlosigkeit. Als die Majermanes nach dem Untergang der DDR ins Bürgerkrieg versehte Mosambik zurückkehrten, war ihr Geld natürlich verschwunden. Weihe vermittelt diese Lebensgeschichten auf sehr eindringliche Weise, gleichzeitig auch mit viel Schwung,
mit Humor und Sinn für Situationsabsurditäten und die Zeichnungen, in denen allegorische Motive aus beiden Kulturkreisen verschmelzen. Und darüber hinaus erhält man einen ungewohnten Einblick in die untergehende DDR und ein gewisser Bezug zur Aktualität ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also der Max-und-Moritz-Preis für den besten deutschsprachigen Comic geht an Matt Germanes von Wirke. Sie sind eine ganz tolle Zeichnerin. Ist das dein erstes? Ja, eben, also konnte ich ja nicht vorher. Ja, du hast einen tollen Stil, immer mit diesem, bist ja in Ostafrika groß geworden und immer mit diesen afrikanischen, auch dieser Art. Und dass du dich aber jetzt auch diesen Menschen angenommen hast, finde ich ganz toll. Du hast auch sehr lange recherchiert, ne? Ja. Und viele Interviews geführt. Du kennst dich ja mit der DDR wahrscheinlich 0,0 aus. Du hast ja noch nicht mal in Westdeutschland. Also nee, in der DDR war auch irgendwie das Schwierigere an mir. Ja, glaube ich dir sofort. Weil das für mich schwieriger war, mir vorzustellen, wie es da so war. Ja, ja, glaube ich. Was hast du also gemacht? Hast du alte Zeitungen oder Wochenschauen? Oder wie hast du die Bilder überhaupt gekriegt? Ja, alles, was ich gefunden habe an Bildbänden. Aber es gibt ja auch mehr Bilder von nicht-DDR. Was ist alles gerade im Moment ein neues Projekt? Ich bin an einem Projekt mit einer nigerianischen Autorin, also auch wieder Afrika. Aber danach mache ich nie wieder. Nie wieder Afrika, auch nie wieder DDR. Nee, weil ich bin so schon festgelegt auf dieses Afrika-Thema. Jetzt ist mal gut. Ah, und hast du schon eine Idee, was danach kommen könnte? Oder denkt man wirklich nicht so weit? Also ich bin selber keine Comiczeichnerin. Kann man gar nicht so weit denken, weil man immer so involviert im aktuellen Projekt ist? Nee, jetzt erstmal noch Nigeria und dann irgendwie was ganz anderes. Nigeria hat das was mit der Gegenwart zu tun? Bisher war es für so eine Vergangenheitsgeschichten sozusagen. Ich habe noch nicht den ganzen Text, deswegen weiß ich es noch nicht so. Und das ist, für mich ist es komisch überhaupt, dass jemand anders den Text machen darf und ich nur zeichnen. Das gibt mir so ein kleines Mal einen Geschmack der Demut zu lernen, weil ich nicht ständig alles ändern kann, sondern das zeichnen muss, was man mir gibt. Stimmt, ne? Das ist mal was ganz anderes. Ja. Du hast immer Autoren, hast gezeichnet, du warst immer frei in deinen Geschichten, nehme ich die Wendung mit rein oder nicht. Und jetzt bist du so richtig gewählt. Das ist aber spannend. Ja, finde ich auch. Und diese Autorin hat sich aber gewählt, weil sie deinen Stil so packend findet, oder? Die sind uns zugeteilt worden innerhalb eines Projektes sozusagen. Wir mussten uns zusammenraufen und mal sehen, wie es wird. Was ist denn hier los? Wie ihr seid euch zugeteilt? Ich muss ja gestehen, wir haben in der Jury mittlerweile eine Diskussion über eine Männerquote. Denn Jungs, reißt euch zusammen, die Mädels, machen es euch vor, wie es geht. Und ich glaube, wir haben zum 18. Mal in Folge vergeben wir den Max-und-Moritz-Preis inzwischen an eine Zeichnerin. Barbara Ihlien. Ja! Seit 12 Jahren schon zeichnet Barbara Ihlien Comics. Ihr erstes Buch erschien 2004 in Frankreich. 6 Jahre später erst allerdings überraschte sie ein Publikum auch in Deutschland mit ihrer grandiosen Graphic Novel Gift, der Geschichte der Bremer Massenmörderin Gesche Gottfried nach einem Szenario von Peer Nitter.
erzählt mit düsteren Bleistiftzeichnungen von bleierner Schwere, die sich eingeprägt haben. Bilder, die hängen geblieben sind. Und dann das. Irmina. Ein Comicroman mit der geballten Wucht von fast 300 Seiten und voller brillant charakterisierter Figuren. Dezent farbig sind die Zeichnungen diesmal und durchflossen von Leichtheit, Eleganz und Lebendigkeit. Und es ist Barbara Gegen selbst, die hier erzählt, und zwar dicht an der eigenen Biografie. Auf erste Puzzlesteine zu ihrer Geschichte eines jungen Fräuleins im London und später Berlin der 1930er Jahre, war sie in Briefen ihrer Großmutter gestoßen. Entwickelt hat sich daraus das atmosphärisch dichte Porträt einer Zeit, die die Lebensentwürfe einer ganzen Generation zum Einsturz brachte. Die Geschichte, man könnte sie exemplarisch nennen, eines Lebens zwischen Aufbegehren und Resignation und von den Grautönen dazwischen. Und die, geradezu filmreif, auch noch mit einem furiosen Schluss aufwartet. Barbara Helin nagelt nichts unverrückbar fest. Ihr Strich ist in Bewegung, tastend, skizzenhaft. Ihre Bilder erinnern, ganz anders als die klaren Konturzeichnungen etwa der Linie Claire, an leicht verwischte Fotografien. Es sind Bilder, die so viel erzählen und in denen zugleich stets Ungewissheit vibriert. So wie im Leben der jungen, fiktiven und doch so realen Irmina. Damit hat Barbara Helin eine höchst eigene und unverwechselbare Zeichenkunst ausgeprägt, die sie zu einer neuen, bedeutenden Stimme des Comics deutscher Provenienz macht. Ja, hier Rikes Notizen. Und es war lustig, weil ich habe einen Text hier vorgetragen. Und dann bist du und dein Verlag hat gesagt, auch das drucken wir mal hin. Du, ne? Ich habe dich gefragt. Ja, nee, ja, du hast mich gefragt, ob ihr das, was ich hier die Wörter gefunden habe, ob ihr das vielleicht hinten aufdrucken könnt. Und das war ich total stolz. Und dann hast du mir eine Originalzeichnung geschickt und die habe ich gerahmt und die hängt bei mir im Schlafzimmer. Und dann habe ich jetzt dieses Buch gesehen. Irgendwie. Und finde das ganz toll. Also ich finde es ganz toll, die Entwicklung auch, dein Selbstvertrauen, das du ja offensichtlich jetzt auch hast, einfach eine Geschichte, nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Geschichte aus deiner Familie konkret auch zu bearbeiten. Ich finde es toll. War das für dich auch schwierig? Hatte das auch viel mit dir zu tun, dass du dachtest, wow, ich habe da vielleicht Gene in mir von dieser Großmutter? Vor allem jetzt auch bei diesem ganzen rechtsradikalen Wind, der einem so um die Backen pfeift, man fragt sich doch auch jeden Tag, wie verhalte ich mich, wie soll ich mich verhalten, wie muss ich mich verhalten? War das so eine Form der Reflexion auch über das Thema bei dir? Also auf die heutige Zeit übertragen? Oder konntest du das komplett ausschalten und sagst, nee, komm, ich mach mal hier 42, 43, 44? Nein, diese ganze Arbeit daran, das war ja mehr als das Interesse jetzt an der Familienforschung, ja. Sondern diese ganze Arbeit daran war, ging halt aus von der Frage nach, warum hat sich diese Frau so verändert? Und diese Frage, diese sehr beunruhigende Frage eben auch, die hat mich die ganze Zeit auch während des Prozesses noch beschäftigt. Und natürlich ist diese Frage nach, warum werden Leute aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus Gewinnsucht eben, warum verschließen die sich so in eine schweigende Masse und gucken weg vor dem Unrecht, was vor ihren Augen passiert? Das ist natürlich eine aktuelle Frage. Was aber auch die Frage war, die ich mir dann selbst auch die ganze Zeit gestellt habe, und das ist vielleicht eine Antwort auf deine Frage, ist, in welchen Dingen sind, also wie schnell geht es eben auch, dass man aus Bequemlichkeit in den ganz kleinen Alltagsschritten selber auch wegschaut? Also dieses Hinterfragen der eigenen Verhaltensweise war natürlich die ganze Zeit auch dabei. Ja, weil ich habe es eigentlich nicht kapiert. Sie war ja gut drauf noch, ne? In London oder? Nein, ich habe es nicht richtig verstanden. Ist es so simpel, Bequemlichkeit? Ich will irgendwie das Bett haben von der jüdischen Familie, die gerade abtransportiert worden ist, nebenan in der Wohnung. Ist es wirklich so simpel? Ich glaube, es ist wirklich eine Mischung. Also was ich jetzt bei ihr, ich habe ja die Forschung über sie gemacht. Ja.
Und was ich bei ihr versucht habe, so eine Art der Versuch einer Rekonstruktion ist, eine Mischform aus natürlich ganz viel Angst, Bedrohungsgefühl, aber eben Bequemlichkeit und einfach auch Gewinn oder Profit, also ja, dieser Aufstiegswillen, das ist erschreckend. Diese Anlagen habe ich ja aber auch schon im ersten Teil bei ihr miterzählt. Ne? Also, dass sie eben sehr ehrgeizig ist, dass sie die gesellschaftliche Leiter hochklettert. Ja, aber da wollte sie wenigstens noch klettern. Dann war richtig, das hat sie dann... Ja gut, da können wir vielleicht gleich beim Bierchen und beim Würstchen, kann ich dich dann noch mehr nach interviewen. Ich möchte dir von ganzem Herzen gratulieren zu diesem Preis dieses Jahr und finde, du hast ihn mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.